Thank you.
How are you? Huh? Do you know where are the tests? I want to test myself. So it's where the consoles are. Do you know where the consoles are? Yeah. Yeah, they are. Okay. Ich habe eigentlich schon mal gesiedelt, war ich schon mal mein Laptop. Schön viele Leute hier, ne? Ha? Schön viele Leute hier. Ja. Ich werde auch kurz mal drüber gucken, wer noch fehlt. Mich auf jeden Fall unter Dennis und Jan packen, weil ich war viermal nicht da. Das kann man nicht belohnen. Unter Dennis und Jan auf jeden Fall. Geldmann, ja. Eigentlich selbe Logik. Ja. Nix Red war auch nicht so gut, auf Tage war nicht so gut. Aber Nix Red war halt nur letzte Woche. Ja. Wir müssten Marley eigentlich über. Ja. Marley war halt jedes Mal da und hat ein paar gute Wins. Geil, 14 Leute an hier. Ich hab noch Platz.
Aber sonst sieht es gut aus. Mit Mali, mit G-Pipes. Ich glaube, auf Target war ein bisschen Amerika aktiv, der wird immer noch gut sein. Okay. Wie findest du das eigentlich? Was? Wie findest du das? Ich weiß noch nicht, ob wir Kahn wirklich... Keine Ahnung, so aber der hat es halt gegrindet online. Echt? Ja. Wie findest du denn eigentlich das hier? Oh, das ist cool. Ist das vom letzten Spiel? Ja, also der nimmt halt die letzten, ich kann die halt eintragen, wie viel das Set war und ja. Das ist muss halt noch die hier alles eintragen und ja. Die, aber sonst. Damn! Cargo Forward Throw muss die skippen. Das ist einfach. Ja, Yeah.
Da muss ich nur einige Daten einfügen und dann war es das. Holy fuck. Warum sind wir Roy vs. Kirby am Stream? Streamen wir schon, ja, oder? Yes, we do. Golden Smash ist live. Nein, ich muss noch den Plan. Also das geht mir weiter, das gerade. Hast du einen Satz? Satz? Ob ich Satz habe? Komm! Jan? Hm? Oh mein Gott! Man ging es immer. Holy shit. Let's Grabs for a Game ist sehr wichtig gegen Marv. Oder Puff. Das, oh mein Gott, der Chance 0. Scheiße, war ich kill nie. Game of the kein einziger, weil er kein Killer. Mit dem Marv. Oh mein Gott. Holy shit. So bin ich so Killer, keiner, weil gar kein Kill gemacht. Genau. Damage pro Openings 0,8. Ja, wer, wie soll man noch bei Roy gegen Marv, Roy gegen Kirby comboen? Also wer. Keine Ahnung. Reverse Up B oder was? Aber Convert ist successful, oder? Ich dachte, ich What? Achso, das war. Wenn man den Nudel gewonnen hat und man daraus was gemacht hat, vielleicht. Das würde hinkommen. Oder halt. Ne, wenn man aus dem Neutral einen Punish Camp bekommt, irgendwie so, ne? Ja. Weil das gab es da und ich habe es einfach hinzugefügt. Interesting. Ist das schon implementiert? Hm? Ist das schon implementiert? Ja. Also ist das schon im Stream? Ja, die sehen es gerade im Stream. Ah, das ist das Stream, Leute. Achso. Geht das automatisch dann nach dem Set oder so? Das habe ich noch nicht eingestellt. Achso. Oh, what the fuck? Insane, Alter. Holy shit. Mele ist sick, du bist sick, du bist richtig sick. Es ist so crowded hier, holy shit. Thank you.
What's up, Berlin? Are you ready? So hype. Deep Hatch, the Bob Saga Projected to Top 8. Hey Leute, es ist soweit. Jedo 132 und wir haben die Amerikaner wieder gegeneinander. Boff Target gerade frisch aus Texas zurück gegen Marley. Letzte Woche hat sich New York gegen Colorado durchsetzen können. Heute haben wir Texas gegen Colorado. Ich bin gespannt. Oh mein Gott, er lädt das Bracket jetzt einfach rein. Ah, es ist so. Oh, ist das geil. Oh, toll, Jonas. Perfekt. Und wir haben natürlich Marley an unseren patentierten Eisleimer zum Bob Target. Sein erstes Turnier seit Winter. Sein erstes Turnier seit, oder? War ja nach dem Winter nochmal da? Er war auf jeden Fall eine ganze Weile weg. Okay. Er war auf jeden Fall eine ganze Weile weg in Texas. In der Hammer. Und hier ist er. Die beiden wärmen sich auf, die beiden reden miteinander, sind wohl gut miteinander. Ich weiß auch nicht, wer das ist, ich habe ihn noch nie gesehen. Er war einmal hier, aber da war ich nicht da. Aber er hat nur einfach anrufen. Keiner von mir hier. Okay, Marth, ein Matchup, mit dem Marley traditionell struggelt, ist auch ein sehr schwieriges Matchup für die Ice Climbers, aber wir haben Slug gesehen vor kurzem, der ein Set von Zane gezogen hat, also es ist nicht unmöglich, sag ich mal. Also dein letztes Turnier von Springdown Slam. In Texas, nehme ich an. Ja, im September. Im September, oh.
Und er ist 2-2 gegangen. 13-2. Nee, 2-0. 2-2. Insgesamt 2-2. Oder? Nee, sind nur nee, zwei Sets? Nee, sind nur die letzten beiden. Ach so, okay. Die beiden Sets. Und davor war bei Jedo. Bei Jedo. Da ist er 1-2 gegangen und ist Fünfter geworden. Naja. Da hat der Schwanzus abgeräumt. Guck mal einer an, Sus. Das ist Jedo Band. 118. Das ist schon eine Weile her. Schon so 3-4 Monate her. Seit wann haben wir einen WLAN, was Berlin Smash heißt? Schon eine ganze Weile. Seitdem wir den WLAN-Repeater und die Wii's auf WLAN haben. Dafür kann ich das WLAN benutzen. Ja. Oha. Was ist das Passwort? Warte, ich gebe dir. Berlin Mele. Alles zusammen. Halt nicht so viel rauf machen, also keine Pornos downloaden oder sowas. Ja, der Klassiker. Der LAN-Party-Klassiker. Ja. Meinst du wegen dem Download oder wegen dem Pornos? Wegen dem Download und halt auch ablosen. Wir wollen aber auch nicht mit Pornos in Verbindung gebracht werden. Oder? Das ist halt schon nur das Gameplay zu sexy. True. Vor allem, wenn wir Marley gegen Bob Tage das erste Set des Tages haben, das ist schon ein verdammter Banger. Das spielt niemand. Okay, und es geht. Du gegen Chor. Nächstes wäre G-Pipes, oh mein Gott. Yo, das stimmt, das passiert auch gerade. Ich glaube, die spielen an einem Wii-Fernseher. Oder Geldmann Magic. Das passiert auch? Ja. Ja, stimmt, da hinten. Oh, Paula hat gerade schon Kopf geschüttelt. Also heute mal wieder zwei Klassiker dabei, die ewig nicht mehr hier waren. Dragé und Squiltendorf. Und Squiltendorf, es ist wirklich bescheuert, ja. Man glaubt's gar nicht. Schade, dass Niki Karsch nicht kommt. Ja. Oder Arthur, das wäre so geil. Das wär, oder Domme. Ja, einfach aber alle. Domme kann nicht, der ist nicht, weil wir zu voll sind, sondern der kann nicht, weil der morgen um 6 aufstehen muss. Aber Niki und Arthur wären halt krass gewesen, aber wir haben 20 Mann Cap und wer sich nicht rechtzeitig anmeldet. Ich hatte, der Link ist jeden Montag um 18 Uhr in der WhatsApp-Gruppe, in der alle drin sind. Ich hatte auch richtig Bock, einfach so ein Invitation zu machen mit allen alten Guten und alle neuen Guten. Hey, ich glaub mir, ich habe probiert, alle alten Guten anzuschreiben, als wir das Circuit gestartet haben und keiner hat mir gesagt, dass er will. Khan hat auch gesagt, er will nicht. Und der Erste. Und jetzt ist er da. Also das, jetzt, wo das Circuit vorbei ist. Jetzt, wo es nur noch die Playoffs gibt. Okay, und Marley, ja, schöne Downsmash hier. Kriegt ihn auf Stage, aber kann nicht viel mitmachen. Oh. Kriegt keinen Regrab hier. Und gibt die Kante frei. Oh, aber das müsste der Stock sein. Und das ist der erste Stock für Marley. Gar nicht schlecht. Nana hat 4% mehr. Ob das noch zu tragen kommt? Oh mein Gott! Der Eisclimbers-Schein. Also Nana, hohe Prozent ist auch richtig gefährlich, weil die CPU sich dann erhöht. Ich glaube, sie wird besser, wenn Popo hohe Prozente hat. Ich glaube, so ist es. Nee, ich glaube auch für Nana. Okay. Ich bin mir aber nicht sicher. Also, das wurde ja auch erst vor kurzem rausgefunden. Ja, also schon ein paar Jahre her. Ja. Ja. Für Medi ist es vor kurzem. True. Oh mein Gott, und er hat die Downsmash zweimal nicht bekommen und jetzt ist er in einer sehr prekären Lage. Aber er wird nicht adäquat geescaltet und wird reverse grabbed hier. Ah, da probiert er mit dem Wave Dash reinzugehen, aber der F fällt natürlich zu strong, zu weit, zu groß. Oh mein Gott, was für eine Trickle Recovery von Marley. Das hat er die letzten Wochen wirklich viel, viel besser gemacht als früher. Seine Recoveries sind wirklich besser geworden. Und guck mal, Boff Target, der hätte sich mal bei Jedo blicken lassen sollen die letzten Wochen. Er hätte mitbekommen, dass Marley hier einiges dazu gewonnen hat, was vor allem seine Recovery und seine Survivability angeht. Und das müsste es aber sein, wenn er die letzte, ja genau, wenn er die letzte hält. Was, der Stream? Was meinst du? Oh mein Gott, Nana hätte ihn fast gekillt. Du hast eine Berlin Smash Website? Ah, geil. Geil. Richtig krass, Jonas. Das muss ich mir mal in Ruhe angucken. Das ist mega geil. Ist halt nur geil, wenn es live ist. Ja, voll. Dann sieht man den Stream und alles, ja. Oh, da wollte er Marv killern, aber hey, jetzt gleich steht er noch. Marley ist auch ein bisschen silly, das darf man nicht vergessen. Oh mein Gott, und diese Eisblocks sind mehr als genug. Das war der Fass, der den Tropfen, der Fass, der die Tropfen zum Überlaufen gebracht hat. So sagt man. Oh, und da war Tipper auf Nana. Aber wie gesagt, wir haben gesehen, dass die
dass der Sopo von Mali, er ist die letzten Wochen über schon sehr viel besser geworden. Bob Target weiß überhaupt nicht, wie ihm geschieht und die Survivability. Gegen Männer von zwei Bäumen. Ah. Du musst gegen Dorf Pinkert. Das ist nicht wie damals. Ja, danke. Vielleicht auch spielen. Gegen Dorf oder Pinkert, okay. Also wahrscheinlich Dorf. Aha. Oh! Obwohl ich weiß nicht, wie hart Pinkert grindet. Weiß nicht, ja. Aber Gorf ist schon ziemlich solid. Und schon wieder überlebt. Ey, wie gesagt, Marley Sopo, die Survivability, hallo. Hallo, sage ich mal. Hallo. Na, Guna. Guab. Guab. Okay. Ah ja, guck mal. Und dann, ja, Dance, wir haben vor Monaten mal darüber gesprochen, als er mich gefragt hat, was er anders machen kann. Ich meinte, ich finde, sein Movement ist nicht ambiguous genug. Man weiß irgendwie immer, was er als nächstes machen will. Was bei Eisklammers ja eh so ein Ding ist, sie sind ja relativ limited, weil sie die meiste Zeit am Boden verbringen wollen. Und oh mein Gott, aber Marley wirklich einfach kühlen Kopf bewahrt, kein Problem hier. Nana nicht verloren, Nana ist immer noch dabei. Und ja, Marleys Movement ist viel mehr ambiguous geworden inzwischen. Also man weiß wirklich selten, wo er hingehen will. Er macht so Fake-Outs, er probiert so Leute zu baiten und so. Und da profitieren die Eisklammers natürlich von ihrem großartigen Ground-Speed, weil das ist halt das Ding, was wir haben. Die haben halt richtig gut. Genau. Zweiteste? Ja, ich glaube ja. Ich glaube, Luigi ist noch weiter und dann Ice Climbers und dann ist, glaube ich, schon Samus. Ja, Samus hat auch einen sehr weiten Wave Dash. Oh, und das ist der Grab und das ist die F-Smash, aber es reicht nicht bei den Prozenten. Oh, und schon wieder der Ice Block. Oh, der wäre fast genug gewesen. Zu spät, gell. Gedrückt. Ja, aber ganz, ganz knapp war es. Okay, jetzt gucken wir mal, ob Nana zu ihm kommt. Und sie kommt zu ihm. Oh no! Und sie war noch im Tumble. Ja, er dachte, sie ist nicht mehr im Tumble, aber war sie dann schon noch. Aber es waren wirklich Millisekunden zu reagieren hier. Und so ist Kevin auf einmal vorne. Okay, ausgeglichen, tot gleich. Aber das Match war die ganze Zeit so ein bisschen Marley-favored. Er hat so ein bisschen ausgeedged jeden Stock. Und jetzt hat er sich so einen kleinen Nachteil für den letzten Stock gesichert. Und ja, bleibt auf jeden Fall spannend, dieses erste Game. Oh, Nana, coming in clutch. Okay, und die Prozente sind fast ausgeglichen. Oh, und Marley wieder! Ambiguous Movement. Bob Target weiß nicht, wohin mit sich. Er kann die ganze Zeit dicke Hitboxen rausschmeißen, aber wenn Marley so ambiguous rummoves und die Hitbox irgendwo da ist, wo Marley gerade nicht ist, weil er ja, wie gesagt, ein bisschen schwer zu durchschauen ist, was der Neutral Game angeht, dann kann er eben die langen Animationen von Marth gut whiff-punishen. Oh, der schöne Air-Dodge hier von Bob Target. Und Nana klaut die Kante. Und das war's für Nana. Sie kommt nicht mehr zurück. Bob Target weise gegrabt und gepammelt. Oh, aber das könnte es schon sein. Er hat den Sprung, oder? Ja, er hat den Sprung, aber es reicht. Oh, das reicht. Holy fuck. Marley Sopo muss man auch nicht, darf man nicht unterschätzen. Überhaupt nicht, nee. Ich hätte jetzt vielleicht eher einen Downthrow gemacht. Aber Marley weiß schon, was er tut, I guess. Er denkt, ich krieg noch eine Down Smash. Mein Movement ist so gut. Oh, da hätte er sie fast bekommen. Okay, jetzt hier. Oh, schöner Wavelength hier, aber Bob Target war ready und war im Shield. Ja, es war klar, dass er auf die Top-Plattform geht. Bob Target war es nicht ganz klar, er wollte darauf reagieren. Und das ist der Up-Tilt, das ist es nicht. Und falsche Hitbox. Wow, oh, einfach zur Kante geplumpst. Oh, holy fuck, und das ist das erste Game. Holy, das waren fast 6 Minuten, ne? Das waren 5 Minuten 45. Das ist fast ein Dennis Jan. Mhm. Übrigens, dieser Stream wird gesponsert von Heide, weil sie geiles Essen macht. Ja, Mann, Shoutouts an Heide. Und sie bringt gerade diesen kleinen Jungen nach Hause. Wie viele Leute sind überhaupt da? Habe ich eigentlich schon getweetet? Weiß ich gar nicht, wie viele da sind. Steht es dann irgendwo? Ha. Schreibt mal Hallo, alle Leute. Leute, wenn ihr da seid, schreibt mal Hallo. Hallo, Smiley. Vor allem Stream Elements und Moonbot sollen mal schreiben. Oh mein Gott, und Final Destination comes back to bite him. Dann kommt man den Marth-Kombos nämlich nicht so gut. Oh, was für eine Recovery wieder von Marley, wirklich nicht schlecht. Sein Defensiv-Game ist wirklich sehr, sehr viel besser geworden. Und ich mag's, wie er um ihn herumtanzt. Wie er sich nicht zu leicht abholen lässt in Recovery-Situationen. Oh, das hätte knapp werden können. Bob Target mit der richtigen Idee, aber ein bisschen zu weit weg. Und ja, der Sopo, wie gesagt, so ein Ding, was wir immer wieder sagen, wenn wir Sopo sehen. Was geht, Lenny Boy? Was ich immer wieder sage, wenn ich Sopo sehe, er ist halt wirklich einfach sehr viel schneller als Nana, weil er nicht diese 6 Frames wartet auf sie. Oh no, Sepp! Das wollen wir natürlich nicht sehen, aber totgleich, was die Stocks angeht, sage ich mal. Generell totgleiches Game hier. Oh, und der Jab ist genug.
Aber auf Target fliegt immer nach oben raus von diesen Down Throws. Und ich weiß nicht, ob das jetzt Marleys Herangehensweise sein sollte. Da hat er probiert, mit Nana zu grabben, aber hat nicht ganz geklappt. Nana war ein bisschen spät dran. Wie gesagt, man muss halt immer dann mitberechnen, dass Nana immer genau 6 Frames nach einem selber actet, den Input, den man gerade gemacht hat. Wenn sie desynced sind, dann macht sie ganz andere Sachen 6 Frames später, was halt auch ein bisschen weird champ ist. Da hat Marley gerade gut auf Target gethreatened, sodass er Nana gar nicht edgeguarden konnte. Gutes Teams-Gameplay hier von Marley. Wir haben Ergebnis von Paule. Ja, genau. Ja. Sehr gut. So, 3-0 für Juggle über Downrage. Dang. Da musst du gegen Squitten doch spielen. Kenn ich nicht. Kenn ich auch nicht. Oh, what? Sehr, sehr wonky Grab hier von Marley. Aber Marley kann das den Grab nichts mehr rausholen. Ich habe das Gefühl, Texas Massacre hier? Texas Chainsaw Massacre gegen Texas. Gegen 3-0, ne? Ja, Mann. Kein Forstock dabei. D-Rage hat sich jedes Mal elegant aus dem Forstock rausgegeben. Geil. Ja, das ist unser Boy Fabio. Er ist einfach on fire. Er wirklich auch. Muss man sagen, einfach von Game 1 bis 3 700%iges Improvement gemacht. Nice. Er hat wirklich legit, ich glaube ich, nicht aufgewärmt, das erste Game vor 2 Jahren. Oh, shit! Okay, das könnte in Edgar wieder sein. Oh, er hat mit dem Eisblock in die andere Richtung und dann Wave Dash back an die Kante. Holy shit, aber die Tilfer Down Smash. Der gelbe Hebel runter. Losers Round 1 ist auch Magic gegen D-Rage. Magic gegen D-Rage, damn. Das sind auch zwei Italiener gegeneinander. Es sind immer Italian Team Kills. Einfach der Hidden Italian. Ja, Mann. Oh, die Backer reicht nicht ganz. Aber okay, Marley macht sich nochmal bereit, sich ranzuhängen an die Kante. Und das war's dann auch. Ice Climbers haben eine sehr, sehr schnelle Rolle von der Kante. Da muss man wirklich so spät wie möglich abziehen. Also andere Charaktere haben es da leichter mit dem Headshot. Against D-Rage. The third Italian. He was the OG Italian in the game. This guy with the glasses. Hey, it's not verloren. Yeah. Was will I give? Okay. Very cool. Oder Spitzkasse? Ja, du musst spielen auch. Gegen Jojo. Der ist in meinem Rucksack, Heide. Ja. Der steht da hinter dem Fernseher. Oh, 1-1 steht jetzt. Ja, ja. Sorry, ist gerade alles ein bisschen durcheinander. Ist ja bei Locals gerne mal so. Deswegen haben wir nicht das Game nur jetzt bei Locals eigentlich, du glaubst, fair. So, 1-1 steht's. Wo ist der zweite Bildschirm hin? Und die Games gehen ja, sehr lange. Ja, das ist nur bei Ingame. Der Bildschirm. Das ist Slippy. Ist schon da. Das ist Slippy. Verstehe, okay. Ja. Waiting for Game, sage ich immer. Macht Sinn. Ja. 0-0? 1-1. 1-1. Ich hab auf die Prozent geguckt. Also. 0% so stand gegen 0%. Es ist gerade 9-5. Das ist ein Best of 81. 22. Holy shit. Das ist wie lange wollt ihr hier bleiben? Ja, Marley ein bisschen. Und Marley hat noch einen Hidden-Score. Oh, das hätte fast was werden können. Aber sehr gut für Bob Tage, dass er in diese Falle nicht getappt ist. Oh, und das könnte ein anderer Stock sein. Ja, da ist sie weg. Oh, und Phantom Hit auf Poco mit dem Downtilt. Wow, das ist wirklich unglücklich für Bob Target. Hier auf seinem Counterpick kann Marley aber auch jedes Glück, was er kriegen kann, gebrauchen. Oh, und der Air Dodge ein bisschen zu früh. Wir können ja mal beim Divan fragen, ob wir hinten mal, ob wir das kostet Geld, ne, hinten? Der hintere Raum kostet Geld, ja. Also, ja. Oh mein Gott, Marls! Ja, dieses Game sieht brutal aus. Es sieht mir wirklich aus, als wäre Bob Target hier komplett im Driver's Seat. Immer diese Rager hier. Die Rage. Rage. Was war gar nicht die Rage? Nice. Das war so ja, Mann. Seit letzter Woche ist es so sad.
vorletzte Woche waren schon. Wir haben über 16 Leute seit vorletzter Woche. Ja. Ich muss mal die Daten patchen und halt gucken, wie die Kurve so ist. Oh, ich habe da ein Spreadsheet für. Ich kann das mal machen. Ja, ja, ich habe schon seit Jahren ein Spreadsheet dafür. Hast du auch aktualisiert? Nee, ich mache immer so alle paar Monate. Oh, oh! What? Wie weit kann es gehen? What's happening here? It's looking rough in game 3 for Marley. Both target is Marley fan. It's not there. What do you mean? What do you mean? You beat me at a fucking dream, man. True. That was, I think, the How highest. How did you lose? Were you trying really hard again? Yes. Man, I was trying so fucking hard. That's finally you get one of those. Hand raus. Hand up. Hand aus. Okay, ja, geht wieder für die S-Smash. Er traut sich nicht so ganz dafür, die Hand aufs Game. Handoffs auf Deutsch sind die Abhandlung. Ja, stimmt, es ist wahr. Das hätte fast ein fieser Gimp sein können. / SD. Aber ja, ohne Nana dieses Game zu gewinnen gegen einen Marfman auf zwei Stocks, das wird natürlich rough. Ich glaube, wir staring down the barrel hier und ich glaube, wir sehen uns auf Dreamland wieder. Das ist Game 3, wir haben schon eins oder wem? Rechts und Kevin nicht vorlegen. I want to support both of these guys. They're such homies. Yeah. What's gonna hurt no matter what? Was ist eigentlich mit Gorf und Pinkbot? By it's also gonna hurt. Pinkbot! Pinkbot! Habt ihr schon gespielt? Okay, dann müssen wir. Du hast gewonnen. Dann müssen wir. Und dein T-Shirt war wirklich nicht gut. I see. Hast du schon gegen Kahn gespielt? Damit du richtig zerstört wirst. Damit du einfach nur Nebel hast. Diese Woche ist leider Parsec nicht da. Ja, hier, bitte, spiel gegen Kahn. Einmal dreimal Liegestütze. Loser auf F. Ja, die spielen noch, alles klar. Wunderbar. Ach so. How was your game? How was your game against DeFi? It was kind of crazy. Like first game, it was very lucky. I was a super high percent, and he had his full last stock. And like I won a couple times neutral, then it was Asgard, and then it SD. So like that already was pretty lucky because with one hit I would have been dead by the SD. Then second game, he kind of destroyed me on FD. Third game, pretty much same thing as game. As game one, I kind of killed him. I feel like it was kind of janky, but it worked out. And then I think fourth game, I don't know, maybe it wasn't focused much, but the last offer was kind of one-sided. Whoa! It was cool, I wasn't expecting. I was happy with winning one game this time. So we got a slight lead for our boy, Bob Target. Oh! I love dancing on him. I love that he has to kill him. That's so cool. It's pretty. Looks pretty good. Has also a cool sound like that. Oh, this is. Okay, he waited for it. And I just remember about both targets having troubles hitting the can combos. I think that was a very tricky one, but I love the European can combo. It's so much cooler. Yeah, that's cool.
Oh my god. ICs are so fast. Yeah, I'm calling this that it's tie right now. Like, Mali's got 50% more on him, but one down smash, one F smash, bad DI, and that can happen against Ice Climbers. Since they are so fast moving on the ground. Yeah, so, something like that. Well, Matt's gonna leave this. Oh, unless it fucks up the recovery. And this is also a tough spot to be for Mars. Unless he gets the kill, but okay, he got the kill. Shouldn't be too hard to recover from this situation. Right, cleans it with the last man. Okay, let's see. I like the interaction, like both targets staying on the platform, kind of faking going down, saying, being like, come in, come here, I don't want to come to you. Then he came to him and got grabbed for it. Nice. Yeah, neither of them really want to interact right now, apparently. Yeah, that's it. Oh, unless. Oh, the manly recovery. What? The match. Uh-oh, one down smash. It might be over. Okay, cleans it with the backer with terrible DI. Oh. Hey, but at least you won, right? Yeah. Magic, 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 magic! Hast du auch letztes Mal auch schon mal gespielt? Okay. Hast du ihn schon mal gegen ihn gespielt, ne? Ich glaub schon mal. Aber da weiß ich schon. Okay. Dann musst du gegen... I see. Okay. Okay. Alex, du musst gegen... Du musst gegen Konzi spielen. Fourth into third. Into. Qualcuno da quella parte. Io dov'è che vado a finire dopo qua? Che di madre proprio. Devo giocare nello stesso torneo Garrett e Marley. E in gioco magari può mettere Marley. I'm just gonna report. Magic, I wanted to say, I think our setup was lagging. A bit, yeah? Interesting. I think the input delay is pretty heavy on the setup. Yeah, that's probably why I lost. It just felt weird to set it. I was like, oh, no, I tried some other setups, so I think that was pretty slow. Yeah. So we tried out, I know you played against T-Rex on the same setup, so you don't have to. We can't really play the setup. This is not one of the best. Oh, shit! Oh shit! The that's what's the shit called I can't do. The hack command is on. Yeah. Yeah, upload to the database. We have no time. Why
They found us! It's closing in, it's closing in! What are you guys doing? He's hacking we are hacking the system. He's doing some JavaScript. He's hacking the government. Hey, yes, don't the database. Say don't stream. They're getting into the database, no! Upload the ultra drivers. What the fuck? Yes. Thanks. That was like the most sarcastic things I've ever heard, right? I loved it. Why is it so huge? Of Targley versus Marge. Oh, what happened here? Ist das gut, soll das so? Ja, ich probiere nur Sachen aus. Alles gut. Hello, Berlin. Welcome to the Berlin Tournament. Sheesh, you do be coding though. God damn. Ooh, showing the stats. We got stats, boy. In the last Yo. Damn, Marley's down to input stuff. 107.9 inputs per minute now. I think that's probably gonna be a banger, isn't it? Probably every match was a banger. Yeah. We got a very stacked tournament this time. Push-ups?
Push-ups. Oh, Liegestütze. I mean, is that tournament or? Yeah, Liegestütze. Oh no, push-ups. That's what you said. Okay. Oh no. I mean, yeah. Like, what are you gonna do against fucking Squilton? Squilton fucking dwarf. God damn. Where did Marius go? Huh? Where did Marius go? I don't know. I think he went home because he didn't drink again. Because he was lost. That damn cap. Yeah. Yeah, the cap. That's rough. Do you think I play next? Winner. Skull Storm. Yeah! Oh, wait, I gotta. Damn, I'm when did you play against him last time? 4 years? 4 years since he was here? Wait. How long have you been here? I've been for 8 years. Oh, shit. Yeah. Damn. I started playing competitive melee 5 years ago. Oh, so you started here? Yeah. Yeah, I think that's a very nice place to start playing. Yeah, yeah. The Meltdown era. Yeah, I was there. I was there at the very end of it. It was one time out. Something. You were only there once? Yeah. Wow. Yeah, this place is cool. I like Meltdown. But then, like, the underage people couldn't come, so that was kind of funny. Except Gary Jungle. Yeah, yeah. When I finally came here, or what was it? No, he was at the monthly. I was like, who the fuck is this kid? He was in PPM, right? Yeah, yeah. Sorry. I mean, you can't say no to Gavin. Can't say no to what? To Gavin. Like, throw him away. It was such a good era in London. We had a monthly, a weekly, and another monthly, I think. Oh, nice. That's that. Red. I'm guessing there were like a lot of people. I don't know. I thought it was mine. I just started fiddling with it. I was like, that's not my stick. What the fuck did I get this? What if it is, but you destroyed it? Oh! That was very nice. That's a mixer. Aw. Oh, that's the gal, man. The money combo. The money man combo, and then it just disintegrates fucking stuff. Only in the normal, only in the Vegas. Damn, Dennis is so good out of the corner, to be honest. Do you want to play on stream after this, or? It's fine. Alright. Let's do it. Okay. That would have been pretty cool. It's an Italy story stage. Italy story. That's right. Yeah, I'm starting off pretty strong. Liquid, and you love the stage, right? Hmm? Do you love the stage? Yes. This is my favorite stage. And I think from Magic 2, right? Yeah. It's Mine, Magic's, probably my brother's too. I also really like Battlefield, but... For Pikachu? Hmm? The stage for Pikachu? Yeah, yeah. Lele. Yes, Mr. Lele. He was here a few weeks ago, just before DreamHack. Unfortunately, though, we left on Thursday, so we couldn't come today. But yeah, he's coming here for Arcadia. It would be so much. Yeah.
Very nice. Oh, the Berlin Special. Adoptiert. Do you want to play now? Right now? Smash, yeah. All right. Yeah, it's fine. Either way. Surprise! Ich hab gesehen, du musst eventuell die Geschichte machen. Aber nur ein Game. Ich weiß nicht mehr, was jetzt gegen sorry! Gegen den Gewinner von Marley und King Bot. Oh shit. Gegen den Spielstab. Wieso musst du alle gegen G-Pipe sagen? Das war vorher vor allem schon G-Paps ist höher gesiedelt. G-Paps ist höher gesiedelt als Enemy und ist projected. Das ist so ein komisches System. Hey, ja. Nicht, dass das andersherum ist. Ach so. Hm. Naja, aber dann müsste Enemy Rats G-Paps halt so gespielt. Der 7-10, also das war dann sein Toss. Also wenn da 15 wäre, dann. Ja, aber wenn V-Pads hier wäre, nee, meinte Prinzat G, dass V-Pads hier wäre und Animal Rights hier. Achso. Das macht so mehr Sinn. Willst du Rounds? Nee, der hat V-Pads. Cam, Jung Dean. Wait, I know Ace? Ja, du hast Jung Dean. Okay, let's do it. Okay. Thanks for talking to me. Das kann man nicht 2-2 spielen, weil die Game? Also, ja, mindestens 3 Spiele komplett 3 Games gespielt. Ich bin mal. Also, selber hat. Ich glaube, es steht 2-2. Alter, das ist so knapp gespielt. Das auch knapp? Ich lüfte mal so kurz durch, einfach nur so. Nein. Wir sind Gamer, wir brauchen keine Luft. Lennyboy69. Uff, gerade von der Grab noch weggerollt. Hat dann ein bisschen zu spät gemacht, der Laufbeschrift auch nicht. Ah, dann noch andere Wege reinzufinden. Der Dash Attack einfach rein, ist auch ein bisschen mutig. Oh, Dennis wird ja gerade ein bisschen hergeschickt von Geldmann. Der muss dann sich andere Sachen ausdenken. Aber das wird er schon. Oh, man traut sich und es wird belohnt. Da kriegt er die Backer und kann den Stock finishen. Sehr schlau. Wieso? Hat das nicht gerechnet. Ja, schon. Mutig auch. Oh mein Gott, what? Beide gerade gepowershieldet? Was sind das für Maschinen? Und das ist der Chain Grab und das will Dennis nämlich. Ja, und dann kriegt er einen Dash-Tag Extend und dann kriegt er den Pumper! Hier schmeißt er weg! Oh, und der hat man nicht auf die Daumen vorbereitet. Der nicht die Doppel abbiegen, Mann. Die Bombe, oder? Oh, ja, da kann er nicht die Coverage machen. Ich glaube, man kriegt den Knockdown, kriegt aber nichts daraus. Dennis mit 3 Dash-Attacks hintereinander. Oh, und das ist und noch Dennis Counter mit der Dump. Ja, ja, für die Chain Grabs auf jeden Fall. Ist ja auch auf jeden Fall die beste, aber Falco ist natürlich nicht zu unterschätzen auf dem Play-Off. Paul ist auch sehr entspannt. Also der geht nicht so risky. Ja, der war schon sehr risky. Und der dreht ja schon ganz schön auf, also. Der geht ganz schön rein und wird hier geedged gerade dafür. Beide noch ein Stock, beide lachen, beide Power Shielden. Es ist ein sehr evenes Match. Er kriegt noch die Quecke nach der Dash-Tick. Dennis offstage, kriegt ihn aber nicht. Doch, das ist die zweite Laune. Und der kriegt gerade so noch Kissen, dann noch den Rock und damit auszuversuchen. Peach Lip in den Chat. Das war gerade so noch gestrichen, Junge. Mit der letzten aktiven Frame dieser Laune hat er noch. Teil hätte das nicht geklappt, also. Nee. Oder wenn Dennis 2 Frames früher rausgekommen wäre aus dem Tumble, das war ja sehr knapp, ja. Da hätte er. Ich vermisse Paul. Ich nicht. Wieso? Und das als Jigglypuff Main, der einzige, der nicht genervt worden ist. Wait. Hä? Das ist ja gut eigentlich. Das ist gut für dich. Ja. Abby von Foxes. Genau, alle sind genervt worden außer Jigglypuff. Sogar Gandorf, also. Schäfer. Warum sollte ich Jigglypuff buffen wollen, Alter? Nein, also alle anderen nerven. Macht ja keinen Sinn. Ich will auch nicht, dass Puff dominiert. Ey. Das hat er geübt, das weiß er. Da kennt er die Prozent und da wird er auch gleich switchen, nämlich
Boah, ich habe mal eine kurze Frage, du kennst doch mit Flippy aus, ja? Ist hier irgendjemand, der so eine ISO-Datei brennen kann oder so? Ja, ich glaube, ich habe eine. Wir haben, glaube ich, fast alle eine zu Hause. Oder? Was ist das? Ich habe einen Download-Link, glaube ich, für dich. Oder die Datei kannst du selber schicken. Ich glaube, bei archiv.org gibt es einen Download-Link. Echt? Ja, die haben das. Was ist du die ISO-Datei von Meli? Ja, genau, nur für Meli. Ja, ich kann dir einen Mega-Link schicken. Ja. Im Discord ist nicht verlinkt, aber fast so. Das hat sich irgendwie wie 3-2 so gefunden. Achso, ich hab die auch auf dem PC. Möchtest du gleich so einen Stream spielen? So Megalinks und so hab ich schon mal in der Vergangenheit ein bisschen nice Erfahrung. Ich hab halt einen, den benutze ich ja immer wieder. Achso, fand so ein YouTube-Video. Eigentlich mega shady, aber solche Spiegel sind in der Videobeschreibung zerlegt. Aber der hat für Jahre funktioniert, aber hat sich kaputt gedrückt. Das sind immer die besten YouTube-Videos, die dann so dieses Text-Editor offen haben und dann da rein. Das war nicht mal ein Tutorial, das war nur 4 Minuten Video von Medi-Song, dann die Medi einfach ein Bild von der Charakter und dann also Link in den Discord. Aber ja, ich kann aber die aus dem Zipio online. Also wenn du die zum nächsten Ich meine Nintendo, nein, ich kopiere natürlich nicht eure Spiele. Scheiße, die hören zu. Jeder hat mitgehört, ey. Die sind keine Ahnung, falls jemand beim Essen mit. Das ist doch ein Tor. Für die Uhr? Ja, ich muss dran denken, aber ich nehme mal mit. I still love you. Okay. Ich stelle es mir als Wecker, sonst vergesse ich es. Oh shit. Yeah. Dude, Gavin was playing so good again. I've never seen him play this. Well, man kann nicht mehr ins Bein kommen. Nein. Bist du das? Nee, das ist schon, also wir sind 28 Leute. Und die Venue ist schon ein bisschen voll. Es wollten sich schon mehr Leute. Ich vermisse viele Licky wollte kommen, aber. Ich vermisse PPM. PPM, oh ja, stimmt. Oh mein Gott. Das war ein Event Monthly oder in Siemensstadt ungefähr. Ach krass, okay. Siemens. Hat Panda das damals? Also Pandali, ja. Pandali, Predictor oder gehört. Jetzt ist nicht mehr? Nee, die Venues ist platt gegangen. Zuerst hat noch viele waren aufgehört. Genau, das erste Mal, wo ich da war, haben die gesagt, nee, Medi machen wir nicht mehr, weil zu wenig Leute. Ja. Und dann inzwischen ist die ganze, das war so ein Arcade, wo man Arcade-Sachen spielen konnte. Oh, okay. Ach so. Das hat die zugemacht, weil die verleihen jetzt nur noch an Events. Das hat sich nicht mehr gelohnt, als Location offen zu halten. Das war voll die geile Location. So 10 Euro zahlst du und dann kannst du unendlich da rein spielen. Ach so, die hatten auch lauter Gamecubes da nicht drin. Ja, genau. Und dann ein Setup in so einem Keller. Oh, okay. Ich wollte dafür einen Melee, habe ich mich angemeldet, dann bin ich angekommen. Ja, ja. Wenn du gewonnen hast, könnt ihr auch gleich am Stream spielen. Nee, ich würde lieber in Wurzage ins Squittendorf, oder? Ja. Oh, hi. Squittendorf? Aber dann darfst du. Ich habe so ein Programm erstellt, was halt die Daten von Flippy holt und dann das dann. Okay. Okay. Wie viele
Zeit, dass wir drin sind. Hat einer von euch einen Zettel oder sowas? Ja. Ja, wir sind ja wieder Luna Spanien. What the fuck? Ja, man, let's go. Dennis, einfach eure Inputs kommen mit 500. Dicker, was? Vor allem, das ist digital. Das ist nicht mal mit. Oh, da ist Ding nicht mal dabei? Ja. Dicker, wir haben einfach. Wo steht denn das? Unten rechts. Unten rechts. Wir haben beide so 500 Inputs per Minute. Du hast so 20 mehr. Ja, aber geil, Mann. Du machst auch viel Scheiße. Ja, voll, auf jeden Fall. Mit Peach machst du viel Scheiße. Ja, zwei, ne? Aber geil, danke fürs Einbauen, Jonas. Das ist voll geil. Oh, Punish Game. Aha, Openings per Kill habe ich viel mehr gebraucht. Ah, nee, warte mal. Das ist das Paul hier, ne? Ja. Ah, okay. Wollte gerade sagen. Most. 13 Dash Attacks. Also, per Game. Dennis ist sehr gut darin, der Dash-Attack zu finden. Oder halt nicht. Nee, da stand Neutral. Ah! Dash per Game. 31 bei dir. Das sind ja richtig geile Stats, Alter. Das gibt's halt alles bei Slippy, das ist so cool. Ja, cool. Achso, dann hab ich sogar mehr Inputs als Paul. Ah. Ja. Dang. Ja, cool. Was bei Slippy alles ist. Thank you.
Sekunde. Aber wait, du hast es. it's not too secret. How's it going, guys? Banana Malada in the chat, downloading everyone in the playoffs. These kind of secret strategies for everyone. Oh my god! It's great enough against both Titan. Great to see this old Titan back on the Alle anderen sind machen gar nichts. Irgendjemand wird die richtige überschrieben haben. Wo sind die Lade? Oh shit. Oh fuck. Good shit. I gotta play the winner of that. Dude, we'll never play. I know, right? The one time you beat Maxi. Oh wait, we would have played? Yes. Oh shit, I'm sorry. I was so ready. Oh no. I'm mad. That sucks. Alright. We gotta play friendlies afterwards. Huh? Maybe we'll meet in grand finals. No. Sure. Three all right. Magic. Plus gegen Maxi gewonnen. Maxi forfeit. Okay. Maxi hat heute die reichste Entscheidung getroffen, als ich FD Counter bin, da gegen ihn ein Unglück zu machen. Wirklich? Und dann habe ich ihn gekickt. Ich habe nur auf FD gesehen, auf dem Stings. Ich habe hab mindestens vier Spiele gemacht. Vier, genau. Du hast eins geholt. Ich habe dreimal gegen Fox verloren und zweimal und einmal gegen Unglück. Geil, okay. Sehr nice. Wie steht denn das eigentlich? Mindestens 1-0 für Squirt Nerf. Achso, scroll mal hoch. Oh fuck. Ups, Alter. RIP. Scroll mal hoch, sieht den Namen. Sehr geil. Also mindestens 1-0 für Squirt Nerf. Davor haben die, glaube ich, nicht auf Pokémon gespielt, also wahrscheinlich 1-0. Hä? Was hast du gemacht? Du hast ihn nicht getroffen. Wo ist der Mossacker? Mindestens so. Kann man mindestens halt schon eigentlich? Hey, Chat, wie steht's denn? Größer als 1. Größer gleich 1. 1-0 oder 2-0? Off target. Ey, chasing him around the stage. Getting the stock. Yeah, du kannst auf den Klopf. But actually, no, it was Pokemon before, right? So I think it's 2-0. I think it's 2-0, actually. Do I think they were on Pokemon already? I have such a bad memory. Oh. Ah, you don't hate to see that. You hate to see that. That's not how you want to lose your stocks.
Oh, it's great of perfectly spacing outside of Moth. Effective range and getting inside just to get, oh my god, to get the good punishes. And that shine will end the game. Now it's a 3-0 from Skiltendorf. That was insane. That was well done. The way he's spacing with the dash dance is absolutely crazy. 3-1. 3-1? Come on, give me my respect. Let's go. Shit, sorry. I just came here. No, okay. Great job, man. Let's go. In the end, it looked like a 3-0. I took game one. I just saw the last two games. You took game one, nice. I got 4 stock in game 2. It's like, ooh, yeah, that's really good. I question. Oh, no, you got 4 stock. Now I gotta play fucking Squid, bro. Schade, es sah so gut aus. Ja, auf jeden Fall ist es aber auf dem Battlefield einfach gefahren. Jetzt musst du warten. Oh, ganz schnell, ey. Ace, spiel schon? Ja, die sind schon fertig. Achso. Ace, did you play? Leo, did you play against Youngde? Ja. Who won? Really intense 3-2. 3-2? Yeah, I won. I was wondering if yeah, it was really intense. Great job, man. Great job. And that's great. I like it. Now I'm like, and now I gotta play JoJo the other March, so he's like. It's okay, I'll make it quick this time. Good luck, man. Let's see. Wait, am I wrong or was that set really long? We were 3-2, so yeah. Yeah, it was really long. So yeah. Alright, you have to play the worlds. You have to use magic. Off-Target G-Pipes. Oh shit, I wanna see that. Maxi! Off-Target G-Pipes on stream? Was? Off-Target G-Pipes on stream? Off-Target war gerade. Ansonsten haben wir dich, Magic, und Nixed Marley. Wäre auch geil, oder? Ja. Der ist auch von dem Magic. Ja, du sollst gegen Kahn spielen, glaube ich, im Stream, oder? Ja. Oder so, aber wir holen das noch, aber wir könnten noch warten. Warte mal, der Loser geht nicht. Ich glaube, heute sollten wir nicht warten. Warum auch für das Feld? Jojo, was gegen Ace spielen? Genau. Ich habe ihm das gesagt und er meinte, er braucht eine mentale Pause. Aber er hält alles auf. Was? Alle anderen sind schon ein Set weiter. Ja, ich weiß, mir ist das bewusst. Jojo, warum hältst du den Bracket auf? Meine Sets waren schon. Jojo, was soll das? Jojo, ich hätte mich Game 2 von Maxis Last Stock Rest treffen lassen sollen. Ja, Maxi, warum hältst du alles auf? Und warum versuchst du zu gewinnen? Er hat echt Last Stock, hat er so abwärts getroffen. Ja, er war bei 100%, ich bin 100%. Du weißt, wie es ist, das als Mark anfühlt. Oh, nein, nicht! Der hat mich abwärts, hat er mich nochmal geabwärts. Und dann hat er dann erstmal bei mir wirklich und dann hat er instant auf den Arm. Oh, was? Ja, das ist ein für Inputs hier. Bro, beide so Opfer, ihr kommt gar nicht im Ansatz an Paolo und mich ran. Nicht mal, die hatten nicht mal 500 APM, Alter. Cringe. Wir haben hier die Inputs per Minute und sowas jetzt hier. Und Paolo und ich hatten beide weit über 500. Also jetzt brauchst du eine Inputs. Ja, ja, ihr hattet, du hattest... Ich habe meine Potentiometer resettet heute. Du hattest 493. Und Kevin hatte 322. Er hat gar nichts gemacht. Er wurde gefickt. Das ist fucking toll. Das ist sehr geil. Es ist auch so das same Mark. We'll see.
I'm excited. Sollen wir das vielleicht mal umschalten hier? Ah, er macht automatisch. Okay. I met him in Japan. Wow. Like, weirdly enough. I didn't remember. He's like, yo, do you remember me? I was like, oh no. Yeah. That means we're masked. Yeah, yeah. I remember pretty quickly because we had it in Japan. So, like, that's when I knew. Remember is the worst. Oh, danke für die Follow, Supermonkey. Holy shit. We were like super good friends that night, and then the other time we became super good friends, we were also really drunk. But then it turns out he was like really shitty to his girlfriend that he met there. And it was He was also just like, even better. It was even better, right? Yeah. It was boring. Okay. So he was I think Squirtendorf will. But I don't know, he had some a little bit rust, I don't think so. His last tournament was, I think, 3 or 4 years ago. But it looks a little bit spooky. Yeah, so they were like, the best quality of life. Hallo Stream, Banane Marmelade, Super Monkey. Seid ihr ready für Third gegen Khan? Third down, one stock. Jo! Okay, ich sage euch, wie es ist. Khan ist einfach nur Parsec mit einem anderen Hut auf. Mit einer Bald Cap. Und es macht einfach überhaupt keinen Spaß, gegen einen von den beiden zu spielen. Außer man ist extrem cracked. Andererseits, jeder weiß, ich liebe Jan, aber er hat es einfach verdient, so hart zu verlieren, wie es nur geht im Jeder. Ich freue mich immer, wenn es dazu kommt. Ja, er hat den Limiter gebrochen. Das ist true. Er sieht das Spiel so anders. Okay, lass mal gucken, was hier hat. Pound, schlecht. Direkt. Run-up, up-smash, tot. Das ist schade, dass Niki nicht da ist, weil das wäre richtig halt. Es ist wirklich schade, dass Niki nicht da ist. Warum ist er nicht da? Ich glaube, weil zu viele Leute hier waren. Verstehe ich. Es ist einfach zu behaupten, man wäre der Beste in Deutschland, wenn man immer nur auf Turniere geht mit unter 8 Leuten. Dank Jojo, weil er sich noch klatsch vorhin angemeldet hat. Rude. Oh. Abgewartet. Up-air. Three-stock. Guckt ihn euch an. Beide sind aber so handsome. Khan sieht aus wie Jan aus der Zukunft, 15 Jahre. Vegeta, wo ist sein Schwert? Wo alles vergrumt ist. Wo man seinen Hightech-Mantel anhat, um einem das Blut mehr ins Gehirn zu drücken, um bessere Reactions zu haben. Oh mein Gott. Du hast da was im Ohr. Lass es mich dir weglasern. Und einfach so Mac-Ausrüstung, so wie bei Cyberpunk einfach hinten dran. Genau, der hat so enhanced Augen. Wenn er seine Hände so verschränkt, wenn er einfach seine Hände faltet, wird da draus der GameCube-Controller. Er hat einfach so ein Boxen-Gedächtnis. Okay, Jan muss kämpfen. Er muss sich überlegen, okay, wie besiege ich ihn? Jawohl.
Einfach the cheap stuff. Okay, okay, okay. Schön, schön, schön. Wall of Pain, jawohl. Grab ledge, hold, easy, on the board. Ausgeglichen, let's go. Okay, okay. Schön auf Distanz bleiben, sehr gut. Man kann mit diesen räudig schnellen Aerials die ganze Zeit. Das ist einfach der Fox. Oh. Jesus Christ. Das ist so, als ob er nicht aufgehört hat zu spielen. Er meint, er spielt viel online. Einfach Paul aus der Zukunft. Ja, das ist wirklich einfach old Paul. Paul hat Paul. Ja auch angefangen. So. Geld-Opa. Nice Abwehr. Oh, what? Que pasa? Ah, stirbt dafür. Sah fast aus wie ein Invisible. Aber sah wirklich so aus, aber es war einfach nur ganz krass in die Stage rein. Schönes Ding. Rest was on the tableau. Schön rausgerollt, sehr gut, sehr gut. Punish 5% Laser Punish. Quasi null. Schön. Oh, der Empty Land. Kein Grab dafür. Da wäre es gewesen. Jan muss dran denken, dass Jigglypuff einfach Fox mit einer Combo töten kann. Und das dann machen. Ich glaube, er hat auf jeden Fall ein bisschen zu viel Respekt. Heißt es eigentlich Smash oder Side-Smash? Das heißt nicht Side-Smash. Egal. Gibt es dann auch einen Back-Smash? Gibt's ja nicht, weil du guckst ja immer, du drehst dich ja immer um mit dem Forward-Smash. Es gibt ja auch keinen Back-Tilt. Gutes Game, gutes Game. Applaus. Langweilig kommt er, was soll ich dazu sagen. Deswegen kommt er nicht mehr. Wie sind die? Boring. Oh mein Gott, Quittengame. Was ist da? 800 Input pro Minute. IPM von Quitten. Warum? Dennis, 800 IPM. Wer kann? Oh, fuck, 800 IPM. Ja, das ist, wenn man gegen Puff spielt, ist das so. Dann ist das immer so, okay? Wie viel ich? 13? Ja, 400. 500. Immerhin. Oh mein Gott, es ist over! Was war Super Monkey im Chat? Es ist over! Es ist fast vorbei. Darf ich gewinnen, sonst kommt er nicht wieder. Er spielt gut, ne? Junge, was? Besser als Niki. Also Niki streckt sich an so. Call out. Streckt sich nicht an gegen mich. Na gut, aber dann. Wer weiß. Voll dumm von Niki, so, wenn er einmal so richtig so, richtig hier jemand hat. Da kommt hier so, Bams. Ja. Es wäre geil, wenn so... Vor allem, was mich ja unter abgefuckt hat, ist, er hat mich so oft mit Downsmash gekillt und ich glaube, kein einziger seiner Downsmashes, danach hatte ich nur 100%. Kein einzigen. Das ist bitter. Ich hatte immer aufgeguckt, mal 89% oder so. Warum nach Downsmash? Auf Green Ram trotzdem gerade so gestorben. Er hat genau geguckt, bis wann. Ja, er ist auch ist so ein Laser. Ist mir leider erst in Game 3 aufgefallen. So ein Laserboy einfach. Hat er wirklich gut ja, gemacht. Ja, aber doch so die Nairs. Ich hätte viel öfter Crouch canceln müssen. Das hat gut geklappt und dann danach Gram. Aber das, genau das kann ich noch nicht. Da sitze ich gerade dran. Würdest du sagen, es ist verdächtig, wenn Khan so genau 1024 Input pro Minute hat, so glatt, 0,0? Literally frame perfect, alles. Das ist so, wait a minute. Where the Donkey Kong means. You gotta raise that number yourself, man, come on. Ja, those are rookie numbers. Son, you're getting roasted toasted. I got fucked, dude. Jetzt dagegen dieses quasi... Slow-Motion-Game, more or less. Ja, was ist schon wieder der Berliner Klassiker? Die spielt auch jede Woche jetzt wieder. Ja, muss. Arthur ist nicht da, sad. Aber diesmal ist nicht da. Annick ist nicht da. Aber diesmal wird es, glaube ich, oh, schön, dass zwischen den beiden. Kein Nie! Warum auch? Wir sind ziemlich sicher, dass wir nicht zwischen diesen beiden entschieden diese Woche. Ja. Grand Finals wird nicht Dennis gegen Konzi sein. Hat Dennis schon gegen Khan gespielt? Nee. Nee, er bisher hatte. Kann nur auf Target und mich und davor noch irgendwie. Ah, okay. Mich. Ich war bisher das Schwierigste, was er hatte. Ich hab gegen ihn gespielt. Hat man ja gesehen, wie es gelaufen ist. Ja. Und gegen dich? Achso, okay. Ja, war richtig cool. Richtig Spaß. Ja, Arthur, Niki und Dominik noch und dann ist die Runde perfekt, würde ich sagen. Ey. Da stirbt Konstantin dran und Peach lived. Liver. Endless Horizontal Recovery. Mm. Aber die Becke bringt ihn gerade so. Über die Blaster, Junge. Warum macht Konstantin immer so Dash-Dances, bevor er durch die Plattform droppt? Was ist das für ein... Wer?
Konstantin, der macht immer so düdüdüd und dann droppt er durch. Ist einfacher dann. Ja, aber ist natürlich ein bisschen so ein Tell, ne? Predictable. Habe ich noch nicht so aufgefallen. Aber. Und dann hat er den Speedlay? Ne, den Speedlay hat man ja nicht von dem Shieldstop. Nee, aber ich bin mir nicht mal sicher, ob er... Du hast ja den Double-Jump noch rausgekriegt. Ja, das Gefühl, er macht so einen Pivot-Drop oder so ein Quatsch. Auch auf die Option kann er reagieren und die Neutral Air von der Ledge reicht auch nicht. Und da hat er irgendwie super geasht gerade. Das war ein wunderschöner Shot. Die sad Neutral Air. Okay, es ist ausgeglichen. Up Air! Nee! No! Immer wieder Up Air! Woo, this is great! He's totally living! he's tumbling! Oh my god! Get him out of the washing machine, what the fuck? Air Wobble in action! Juggle, wie sagst du eigentlich Juggle und Juggle ziehen? Ich juggle manchmal. Das ist ja das, wo ich hin will. Das ist mein Ziel. Aber du kannst schon hier nehmen. Ja. You can juggle. Wenn jemand das. Ich habe schon Niki schon angeboten, dass ich ihm das mal beibringe. Aber ich kann nur mit 3 bilden, das reicht mir. Wenn du willst, bringe ich dir 5 bei, aber es dauert ungefähr ein Jahr. Ja, das glaube ich. Also, nee, wenn du richtig talentiert bist, dann diesen. Knee into grab. Ja, knee into grab ist. Acceptable. Ja, solange das Knee nicht am Ende der Combo ist, ist es bei Konstantin erlaubt, weißt du? Er ist quasi none. Ja, minus. Gegen mich trifft er nur Knees. Ja, das mehr stimmt. Knees als andere. Gegen Jigglypuff ist er mies gut. Das habe ich auch schon. Ja, er trifft alles unter Knees. Ja. Absolut insane. Aber Jigglypuff bewegt sich halt auch nicht so weit wie Peach. Und er gegen dich. Gegen dich hat er, glaube ich, einfach nur so den Affen mit den 2 Schellen in der Hand im Kopf. Und gegen Dennis muss er sich so ein bisschen anstrengen. Ja, so spielt er auch irgendwie gegen mich. Er spielt dann, genau, er spielt einfach so nicht so komplett fuck alles. So. Ja. Das letzte Mal hat er gegen mich das Rudeste gemacht, was man so machen kann. Er ist so dieses so, okay, ja, du bist gar nicht so ein Shitter. So, cool, danke. Cool, nice. Oh! Aber geil, dass du da war gewonnen. Oh! Shield Drop. Ja, danke. Richtig gut, ja. Oh! Das lag mehr an Maxi als an mir. Oder? Nee, es liegt immer, ne, es liegt ja immer an Nummer 2 dazu. Genau, gehör Nummer 2 dazu. Okay, Mama. Ja, wenn 2 sich streiten, freut sich. Gott. Oh mein Gott. Das hat er nicht gewinnen lassen. This is so great. Ja, voll nett von ihm. This is so awesome. Junge, Superman. Oh, mehr davon. Oh, Dennis. Oh, never mind. He living. Jonas wollte schon drücken. Regie wollte schon sagen. Regie ist schon am Vollkommen. Beim Vollkommen. Das heißt gut. Der Stelle. Aber jetzt haben die Kunde. Und Dennis. Das stand aber nicht so im Script. Das ist ein Move, den hat man so noch nicht gesehen. Den hat man so noch nicht gesehen. Insane. We need to bring back the ladder. The ladder's open, by the way. Wait, what? The ladder's open. It's open? There's a second ladder. Oh, shit. No? It's the same page. Oh. Magic, you want a ladder? Yes, I'll let you. We haven't played in a long time. Oh my god, down throw? Down throw up air? Up air? Up air? Up air? This is for all the good moves from Captain Falcon. Wenn man so am Anfang vom Game sagen könnte, ich ab er? Oh, okay. Ich glaube, wenn man sich so einstellen könnte, okay, ich verzichte auf Knee, ich mache den Move einfach aus, aber dafür ist mein Abwehr so ein bisschen geiler, würde ich sofort machen. Es lädt nicht für mich. Schneller. Down air? Softy? The softest of knees. No, like an embrace on a warm summer day. Was ist meine Juggle Personal Best mit 5 Bällen zu oder wovon redest du? Oh my god, down throw into up air, you've never seen this before. This has literally been invented. A Custom Combo. Recovery mit Knee und dann SD ist called the Juggle. Oh, einfach nochmal Grab. Nice. Okay, gute Nair, gute Back Air, aber wir wissen alle, was wir eigentlich sehen wollen. Never mind, das ist die Back Air. Boring. Wow, ich habe hier Zero Connection.
Well, yes, but I'm waiting for an opponent. I probably need to. Oh. Oh, because you can do it. Okay. Is this Dennis mit dem Vorsprung? Oh, oh, schön. Oh! Never mind, aber gut gedacht. Richtig cool. Man kann ihm einiges vorwerfen. Oh, ab. Front up, ja. Stomp. Back in. No. You didn't. Boop. Never mind, du stirbst dafür. Ah, doch nicht. Na, schön. Ah, jetzt stirbst du. You're about to die. Oh. Ah. No. It's called throwing. Zero players in Q. For content. Oh yeah, but I'm not in queue. I'm waiting for him. Oh! Oh, I see. Ah, deswegen. Yeah, that's why I said it's gonna do this. Yeah, exactly. Da wäre Copy-Paste gut gewesen. Oh, nice. The problem is just this aim to oh yeah, can you, Jonas, kannst du noch einen, er hat ein Leather Match gefunden, aber der andere meldet sich nicht, kannst du sehen, wer das ist, wenn das ich glaub, gefunden ist? Also, when you have time, I watch 3 autos. Maxi. Oh. I think Maxi is mad at you. Yeah, that one. Because he was trolling me. I think he's angry that I said I'm cool. Like, well, because he lost against me. He was angry again. I'm angry that he lost to you. I know. I'm glad. Oh, match fun. I'm still waiting. Oh, the bomb? Bomb? I see you, okay. No. Oh! No! Oh, you just got bombed. By the way, let us open. Was? Noch eine mit. Okay, and then you want to set it up in a semi.
Das heißt, ich spiele gegen. Ja, der Gewinner. Oh! Nein, ich bin auf der Seite von Maxi. Oh. Ja, Maxi wurde abgeschaltet. Von wem? Von Jan. Oh, shit. Ach so, ah, okay. Das heißt, heute ist ein... Das ist ein Big Wormy-Tag. Das heißt, ein Big Wormy-Tag. Kein Lil Fruzy-Tag. Ach so. Ich will nicht... Ach, Mann. Ich kann mich echt nicht bewegen gerade. Hä? Du bist doch ein Loser. Ja, ich muss gegen Maxi. Ja, gewinnt das halt Certain Death Life. Die Einstellung? Kann ich das wieder aufrufen? Was wird? Ah ja, sorry. Ja, ja. Das ist ein neues Spiel. Wann schafft ihr diese Regeln ab? Die Pandemie ist auf einmal. Also nee, wir haben eigentlich... Die Pandemie ist schon vorbei. Es ist nicht viel besser. Du hast gesagt, wenn die Pandemie endet. Wir sind jetzt im endemischen Zustand. Nee, aber wir haben jetzt... Wir haben den Sommer über haben wir die Regel gehabt, dass wenn alle okay damit sind, machen wir ohne Maske. Aber wenn eine Person was dagegen hat... Das hatten wir zum Beispiel im Sommer, weil das einfach unnatürlich war. Wer hat Nein gesagt für den Bulli? Arthur. Oha, was für ein... Er boostet sein Kind. Er boostet sein Kind. Ja. Dass er beschützen muss. Ich verstehe ein bisschen. Ja. Nein, ich war auch so ein bisschen so no-judging, so, sobald einer was sagt. Und wer... Ja, yeah. Also schon okay, irgendwie ist nervig, aber... Keine Ahnung. So gegen FFPs könnte ich nicht spielen. Ja, ich habe normalerweise auch nur OP-Masken. Du hast doch keine Brille. Ja, ja. Ich muss ja auch auf Arbeit fahren. Das ist wack. Nicht zum Glück. Ja, keine Ahnung. Aber das researcht ja gerade wieder, deswegen die Woche auch, also heute genau waren wir Diskussion drüber, weil ein paar andere Leute wollten nicht noch registern, weil wir halt 20er Cap haben. Wir haben halt 20 Cap. Aber guck mal, wie leer das hier ist. Wir haben Marius weggeschickt, Mann. Ja, wir haben Marius weggeschickt. Yes. Ich hab dann meint, dass ja, wir können da 24er Cap machen, das dürfte eigentlich kein Problem sein. Ja, bitte. Aber ich bin natürlich nicht mehr Theo. Ich bin nicht mehr Theo. Wer ist denn Theo? Maxi. Und Maxi meint dann halt so, ja, nee, hier, weil irgendwie gerade wegen der neuen Variante und die soll wohl dann ganz schön sein oder so. Und ich bin so ein bisschen so, wo war diese Energie, als ich das alles machen wollte? Aber gut, ich meine, ich hab's ja durchgesetzt. Ich mache hier Querdenker-Demo direkt vor der Ich hab
Ich hab quasi das Turnier nicht gehostet, wenn die nicht durchgegangen wären. Aber jetzt, also ich wollte, ich habe die ganze Zeit auch gemacht, dass wir immer testen zum Beispiel. Ja. Test und Maske. Digga, da hätte ich keinen Bock. Aber als die Tests noch fahren waren, ja. Da war es halt noch einfach und es waren überall Tests. Das ging halt voll. Das hat mich übrigens ein paar Mal abgehalten, ganz im Kopf. Ja, I'm sorry, aber. Aber damals war es ja auch schon. No regrets, wirklich. Also, egal. Lieber das halt nicht unter meinem Roof so. Fucking Super-Kette gestartet wird und irgendjemand das Oma spürt. Das Gewicht deiner Sünden. Wirklich, ey. Wie will ich damit leben am Ende? Der muss ja spielen jetzt. Ich hatte noch nie Corona. Auch nicht? Never. Das will. Das war okay bei mir. Aber ich glaube, es geht ja auch nicht um Menschen. Ich glaube, du sollst nicht spielen. Ich soll nicht spielen? Bob Target gegen. Ich spiele gerade. Was mit Geld Maxi gegen Maxi gegen Dennis. Und Bob spielt schon. Bob spielt schon gegen den Kanadier, ne? Ja. Ach so, spielen dort. Da können wir eigentlich wunderbar nicht spielen. Oder Freunde? Wenn du Bock hast? Ja, da brauchen wir. Julio hat gegen Ace gewonnen. Was? Julio hat gegen Ace gewonnen. Das ist super wunderlich, oder? Sind wir beide okay? Das ist ein Classic. Nein, nicht mein Classic. Das ist so, wenn Senioren zum letzten Mal Fußball spielen, so ist das. So ein Abschiedsspiel. Wo Deutschland gegen Bayern gespielt hat oder so. Das Problem ist, wir wissen alle, wie es endet. Kahn kommt von der Seite und dann... Der ist halt wirklich gut, Kahn. Kommst du da ran, der hat einen Mental Block hier gefahren. Ja. So wie gegen Arthur. So, Schalt, wer ist denn da das da? Asta, hi. Banane. Die Legende ist wirklich. Bananenmarmelade, der ist auch immer gut. Ja. Good guy Banane. Banana. Oh. Oh mein Gott, diese Downbeats. Bist du eigentlich noch in dem WhatsApp drin? Ich glaube ja. Let me check. Weil heute wurde ja so viel geschrieben. Oh ja, bin ich. Aha. Das war eine von den Gruppen, die ich stumm geschaltet habe, so wie alle Gruppen, um ehrlich zu sein. Semestergruppe war so schlimm. Das klingt fürchterlich. Ja, von der Schule jetzt habe ich wenigstens einen Discord. Oh ja, das ist nice. Das organisiert ist. Da kann man auch Sachen stumpf halten, zum Beispiel Memes. Ja. Oh mein Gott! Ja, yeah. Er geht komplett raus. Warte, ist das etwa Even? Oh, yeah.
ist knapp rausgekommen. 3-2 von Bob. Ist halt so krass, dass die gegen Lennart gehen müssen. Ja. Mit Top 8. Mega cool eigentlich. Damn, Konsti. Das ist knapper als ich gedacht. Das ist ziemlich knapp. Oh ja. Okay. Oh. Diese Frage mal bei Paul gegen Jojo 3-0, aber war close. Ja. Sorry, oh, but it was close. Jedes Game war last hit bei dem. Ah nee, gar nicht, nee, Game 3 hat den gefreestalt. Okay. Stimmt, die anderen beiden. Ja, ich will es hoffen. Ich will hoffen, dass Konsti hier endlich mal seinen Demon besiegen kann. Das wäre schön. Ja. Paul hat mal besiegt, ne? Ja, und Senu auch. Und Nick. Außerdem wird dann vielleicht Kahn mal wieder hungrig. Stimmt. Weil wenn er jetzt gewinnt, sehen wir ihn nie wieder. Stimmt. Alle außer Konsti haben ihn schon besiegt. Literally jeder Einzelne hat ihn schon besiegt, außer Konsti. Also damals halt, also Nick hat ihn bei Valhalla besiegt, ja. Im Losers, nachdem er gegen Amsa 2-1 ganz knapp verloren hat. Achso, das habe ich gesehen. Ich habe die letzten Rockers, das war ja sein vorletztes Turnier. Ja. Fährt nach Valhalla, um den Nick zu verlieren. Ja, Mann. Sie ist so wie Nick, Thread und Nancy. Die einfach in Rotterdam hat einfach nichts. Im selben Pool war. Mali und Nick Strand, ja. Das war bei Respawn in Mainz. Da war ich, musste ich in Losers Runde 1 im Bracket gegen den Verlierer von Arthur und Konsti. Und Konsti hat da Game 5 verloren und dann habe ich Game 5 gegen Konsti verloren. Und dann hat Konsti Game 5 gegen Kellner verloren. Ja, sogar mal. Stimmt. Dicker, jeder hat den gewonnen außer Konsti. Das ist wirklich krass. Ich habe auch so die alten Feelings gewonnen. Ja, ich habe ihn auch eine ganze Weile besiegt. Also erst sein Falcon hat irgendwann angefangen mich zu besiegen, dann ist er auf Fox geswitcht, dann habe ich so ein Jahr lang noch gewonnen. Ja, dann. Nice. Did you play Mario? Falcon did not. Nice. Oh, that's got a sting though. Aber hier ist ein Fox. Ja. How's Bracken looking? It's looking grim for Konsti. Oh, where does Falcon go? Well, it looks so good in game 1. 2-0, okay. Why didn't they play losers first? Warum sprechen wir immer? Because I won. Geld man nix für. Spielen schon, ja. Maxi und Bogdan spielen die auch schon? Nee. Lass dir mal das Wasser ich dachte, wir kommen nie. Dachte ich auch. Das hat er vorhin auch schon gemacht. Wo alle geschrien haben, Abwehr, nie und dann kam Abwehr. Deswegen spielt er im Grand Final so wenig. Die haben noch nicht angefangen, die spielen danach und streamen. Nein, für Kahn. Für Kahn. So, ja. Ja, Kahn. Also. Mein Code hat einen Fehler, das war nicht digital im Kopf gewesen, sondern mein normales. Ah, okay. Ich wollte 800. Ja, 800 Ding. Ja. Ja. Das ist einfach ein Boxspiel. Oh, beim Box müsste man das erzählen, wenn es nicht ist. Ja, voll. Oder da werden alle Sticktasten halt dann nicht gezählt. Das geht ja halt. Ja, aber wer weiß. Da kann sich auch so einstellen, dass diese Tasten nicht zählen. Wobei, weiß ich nicht. Ja, Sticktasten ist ja digital. Ja, aber man kann es ja, ich meine, man könnte es ja umstellen, theoretisch. Da muss man aber von jedem den Daten und auch hat der Box dann. Ja. Sure. Yeah. First we're gonna have Nick Strat versus Geljoma and then. Okay, so should we just go ahead? Yeah, let's do the option.
so eine Fotos wieder. What? Oh mein Gott. Nicht so. Boah, sehr gut. Danke, Konsti. Ich kann nicht gegen gute Spieler spielen. Jetzt haben wir 142. Okay. Most is big. Big ein Skript angucken. Warte, ich kann es mal hier. Hast du nicht mal Red Bull? Für was ist denn das für den Stream selber oder nur für im Browser? Nee, das hat ja einen Browser Source und das geht da. Was ist ein Browser Source? Ja, das hat ja mehrere Layer und man kann dann einen Browser eine Website hinzufügen. Und es geht darüber. Ach so, über OBS oder wie? Ach so, für die Overlays, ne? Ja. Ja, okay, geil. Warte, aber hast du mit dem Skript den ganzen anderen Kram auch gemacht? Also mit den Prozessen und so alles schon, aber das sind verschiedene Skripte. Hast du die selber geschrieben oder so ein bisschen zusammengestaut? Die habe ich selber geschrieben. Okay, krass. Hab hier halt auch ein Programm geschrieben, das hier. Das dann halt den Wii-Rename und dann die Daten von der Wii abgefragt. Zum Beispiel die Stocks, die Prozentzahl und sowas alles. Mit was ist denn das Programm? Das ist mit Node. Aber dann als Dings, ne? Wie heißt das? So mit Elektron oder so wahrscheinlich, ne? Ja, krass, okay. Und dieses Programm ist halt von Liver. Das ist, wie
your scoreboard. Wenn man die Daten einträgt für Scoreboard. Ja. Was? Wie lange hast du an dem Zeug gearbeitet? Keine Ahnung. Ich hätte es halt immer mehr aufgebaut. Am Anfang war es ziemlich einfach und dann halt immer mehr. Dann halt hier mit den Prozentzahlen und alles noch dazu. Ja. Und das zieht ja sich alles von den Slippy oder wie? Ja. Und haben die eine API und, oder was? Ja, die haben eine JS-API, eine Note. Ach krass, okay, geil. Wo man halt die Wii ablesen kann, den Dolphin und halt die Dateien. Ja, wild. Ich dachte, du bist PHP-Entwickler. Hm? Ich dachte, du bist PHP-Entwickler. Ich muss das auf der Arbeit. Ach so. Freizeit machst du kein PHP oder wie? Nee, ich mach Node. Ach geil, okay. Ja, nice. Die sind so fast. Der Geldmann-Typ ist schon nicht schlecht, oder? Ja, die beiden sind halt ziemlich geil. Aber die Falco-Icons und so, hast du das auch gemacht, oder? Ja. Also ich hab die halt von der... Von ach so, die API hat die, oder wie? Naja, die API sagt hat die halt Info, ab, welche Charakter und welche Farbe das ist. Ha? Und dann zeigt halt eine Bilddatei. Ah, okay, nice. Ja, krass. Und halt mit den Animationen und so alles, zum Beispiel, wenn ich Prozent bekomme, habe ich auch gemacht. Komm schon, Paul! Du meinst jetzt zum Beispiel, dass er so gefadet ist, ja, ne? Okay. Aber du machst die ganze Sache hier schon länger, ne? Also, keine Ahnung, jetzt schon ein paar Jahre wahrscheinlich, oder? Seit 2019. Okay. Oh! Oh! Oh mein Gott! Geht 1-0, ne? 1-0 für Paul, glaube ich. Ich hab so noch Paul besser gekommen. Dan! Oh! Und das mit dem automatischen Szenenwechsel, das geht, kann man auch mit der Source machen. Du meinst jetzt, dass er so die Kamera gewechselt hat, ne? Ja, Meta Results. Machst du gerade so den Krabben. Ja. Den Krabben, ne? Ja. Ja, genau. Das ist ein Fortnite Dance? Ja, genau, Fortnite Dance. Oder ist schon. Oh! Wer die Scheiße, oder? Wie steht's denn hier? 1-1. Oh. Die beiden spielen bescheuert. Ja. Scheiße. Scheiße. Das geht mir wieder, Alter. Ja, ich muss gegen den Gewinner von da. Ich hätte mehr Bock auf den Gewinner von dir. Sollen wir tauschen? Ey, Jonas, tausch uns mal. Wie geil. Oh ja. Oh shit. Oh, seine Stimme nach oben. Nein, er hat nichts gegen seine Mutter gehört. Manchmal sagt Marc auch, hast du die Musik gedacht? Was ein perfekter Satz für Konter ist auch. Allerdings, Alter. Ich hab da mal mit Toast drüber gesprochen, weil der kann ja Japanisch. Der hat mir erklärt, er sagt was sehr ähnliches. Wie hast du dir wohl so gedacht? Er sagt das so ein bisschen wie so, holy shit. Ja. Das zeigt mich doch. Oh! 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 Wo kommt so ein würde ich sagen. Okay. Ja, aber man hat einen Gimp bekommen. Ja? Ich spiele auch was drauf. Ja, fair, ja. Ja, für mich sind beide ziemlich, naja, also gegen Bock gewinnen die Götter, aber sind beide ziemlich schwierig. Wollen wir spielen? Ja, gerne. Gegen die beiden hatte ich was heute.
Hast du zufällig auch irgendwie so GitHub oder sowas? Ja, das ist halt Bist du so auf Bitbucket unterwegs oder wie? Nee, ich hab das bei GitHub, aber ich hab es privat gemacht, weil das nicht so ist, kann ich dir auch offen geben. Nee, gar kein Thema. Ich würde mir nur gerne mal das JavaScript angucken, also ich mache auch mit JavaScript. Aber jetzt nicht so krasse Elektron-Shit oder so. Ja, das ist halt auch ziemlich dirty geschrieben. Ja. Also das war ziemlich einfach nur so als hobbymäßig einfach geschrieben. Nein, das ist ja das Geile, man, den Also die ist jedenfalls, aber die... Was, hä? Du wolltest ja nicht, was du gesagt hast. Du bist nicht verschieden, oder? Halte danach aber. Ich hab lange nicht mehr. Das ist ja das Geile, man, diesen Hobbyprojekten, ne? Dass du dann halt nicht das ganze Kunden im Nacken hast. Oh mein Gott. Ich Ach, das ist Junge, 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 ist das aufregend hier. Asta im Chat, was geht? Eigentlich war ein Riesen, wenn du es wisst. What the fuck? Okay, okay, okay. 2-1 gegen die Italiener. Oh mein Gott. Berlin bleibt hart. Was ist das schnell, Junge? Oh, ich hab den Double Jump. Wir sind noch nicht bei Losers Quarters. Losers Quarters 3 oder 4? Wir haben noch Random Round 4. Also ist das 4 Top 8 oder? Das ist Losers Top 8. Es ist schon Top 8. Okay. Okay. Genau, hier ist Top 8. Okay, krass. Wer ist denn nicht Top 8 geschafft? Marley nicht? G-Pipes. G-Pipes nicht in Top 8, Magic auch nicht. Krass. Insane. What? Marley nicht in der Top 8. Vor allem stell dir mal, what up? Niki wäre noch da. Alter, dann wäre noch ein abgerutscht. Ja. Und Donne. Aber ja, dafür ist Quilton doch da, Alter. Hallo? Sick. Oh mein Gott, it takes him for a fucking ride. Manche. Hast du denn die Liegestütze? Ja, hab ich gemacht. Das war hart. Ey, hab ich so vor Ride genommen, Alter. Was soll ich da tun? Ich hab Müllsocks genommen, dann einen, dann zwei. Aber das hätten wir noch zwei Spiele gewonnen, hätte ich gewonnen. Aber ja, zwei Spiele gemacht. Dann hättest du mal das Set gewonnen. Der Trend war eindeutig in meine Richtung. Oh! Das ist ein Kill. Dann hättest du irgendwann mal fünf Stocks genommen. Oh. Ja, genau. Da habe ich mich schon geduckt, um nicht von der Downer getroffen zu werden. Oh, die Downer geht gerade so an der Stage vorbei und hat das Geldmann gewonnen. Krass. Den Fuß über Flaggen spielen ja schon da hinten, ne? Soll ich da noch ziehen? So, erstmal suche ich mein Handy suchen. Ja. Ah, der. Gleich aufs Weg. Stimmt. Jan und mich dort, ne? Was? Achso, du musst noch warten. Ich muss noch warten auf die beiden. Ne? Ich weiß gar nicht.
Ja, das Ende war so bescheuert, Alter. Vielleicht hast du danach auf Twitch. Ich? Nee. Oh. Okay. Das ist ein ThinkPad, das hätte uns so. Ja, stimmt. Oh, das ist tot. Oh, Digga, das ist schade. Oh. Ja, der möchte zu viel. Ey, wie krass dieses das UI aussieht. Ey, Jonas ist krass. Jonas ist wirklich besser als Liver. Ja, wirklich. Ich finde witzig, weil Liver die ganze Zeit so krasse technische Sachen hatte und es war aber was so, niemand weiß überhaupt, dass das passiert. Und das, also, wobei halt das... We get it. Niemand get it. Also. Er hat voll verschenkt, die zwei Stars. Ich dachte gerade, das rechts wäre Victor. Ich Wer hat der richtige Charakter? Der Geist von Victor. Der war ja mal hier. Ich glaube, ja, ein schöner Gewiss. War schon mal hier, ja. Ja, also vor 2 Monaten, drei Monaten. Ach so, echt? Ja. Kann sein. Mit seinem Falcon. Ja, genau. Oh, das war's. Oh! Sick. Aber er kommt zurück. Ich bin LOL! Oh! Clip! Oh mein Gott, das konntest du. Ja, gibt's das noch gar nicht? Doch, ich hab's gesehen ein paar Mal. Ja. Nice. Oh mein Gott, das konntest du. Hast du das gesehen? Kennst du das? Ja. Oh mein Gott. Geld, Money! Was war's das? Oh shit. Oh, der Junge mit einer Substantial Lead, ey. Aber it's not over yet. Could go either way. they both fuck each other. Four stock lead is not a lead. Digga, hä? Recover doch einfach, du bist puff. Oh shit. Oh mein Gott. Was wenn er nicht lässt? Man kann nicht einfach nicht lassen. Das also, so spielt man hey. Ich hätte den getroffen. Sanne hätte den getroffen. Oh! Er stirbt. Worth it. Worth it. War es das so? Hätte Busche mich zweimal backhören können. Ja, aber das war sicker. Aber ist das Schiller gewiss? Ist das Schiller gewiss? Einfach dieses Bild von... Ah, er kann nicht mehr resten. Dieses Bild von Alex einfach... Oh mein Gott! Oh shit, was kann man da sonst machen? Runner, der Fall of Neutral. Fall of einfach näher, oder halt einfach... Oh, das ist noch knapp. Einfach leer, fair, weak fair. Ja, ja, genau. Ich glaube, das war echt oft immer so. Ja, yeah. Ich meine, es sieht fancy aus, so, aber du gibst ihm immer eine Chance zu tacken. Ja, aber das war ein Rest. Und heutzutage taggt jeder alles immer. Auch Shines. Tatsächlich Shines? Ich kann nichts mehr Shines. Ich kann nichts mehr taggen. Ich hab Tags mal leer. Du entwickelst dich einfach in die alte Meta zurück. Mit deinen Reads und so ein Scheiß. Jetzt nur Stop Needs. Kann ich nicht. Nee, aber ist so. Zum Beispiel mit 5 auf Unranked. So, ich shine die. Ne? Du kannst die nicht mehr jabben, weil die niemals mistaken. Du musst die mal tag-chasen. Super spannend, klasse. Total. Ballock. 2-1, ne? Klasse Käse. Schönes Zoning von Geldmann. Gutes Zonieren. Third spielt tatsächlich voll aggro, finde ich. Für ein paar. Third ist sick. Ja,
Er spielt übelst aggro. Ich glaube, er verliert dadurch zu viel. Kommt ja auch vom Schiller-Gymnasium. Er hat einfach viel zu viel gegen Dennis gespielt in letzten Jahren. Kann sein. Macht es ein Aggro? Naja, wenn die einfach die ganze Zeit dieses Floaty-Matchup spielt. Ja, das stimmt, kann sein. Aber er muss halt viel rauslassen. Und dann immer Reverse 3-0 werden? Ja. Ah, schade. Guckt immer wieder. Aber das war gut, das war gut. Den Moment? Geldmann hätte er doch. Hätte er. Das kann aber gar keiner. Doch. Ich hab's einmal gemacht. Also bei Slippy kann ich's. Also kann ich's. Ja, wie kann es. Also kann ich's. Also bei Slippy unranked sieht man das immer. Ja, ist wirklich so. Das Geilste ist, das zu tacken und dann scheinen einfach. Das ist mega gut. Ich liebe, wenn der Gegner wie Falco oder Fox Abi machen und du auch. Und du taggst und scheinst dir aus der Abi raus. Ja, ich hab's einmal in meinem Leben geschafft, ich hab das so cool gefühlt. Kann ich mehr. Er contestet Geldmann immer von schlechten Positionen. Was? Jan contestet Geldmann immer von schlechten Positionen. Er kommt immer von ganz oben runter. In irgendeinem Tilt oder Aerial von ihm. Und deswegen kriegt er die ganze Zeit so straight percentage. Das ist nicht gut. Guck jetzt. Na, okay. Er hat's nicht gemacht. Er hat zugehört. Yeah. Oh! Oh shit, er hat sich gecoacht. Ja, dann die Q. Oh mein Gott! Da wäre es gerade passiert, aber. Konnte sie? Ja. Er konnte es selber nicht fassen. Geil. Also meistens ist es Konsti, wenn nicht, dann ist es ein. Oh shit, Paul. Das war's. Das war's, GG's. Das war's, wow. Das ist ja mal spannend jetzt. Wer spielt jetzt? Dennis gegen Maxi. Der Gewinner dann davon. Man, das ist auch noch so cool. Oh, Junge. Kann man sehen lassen. Ja, ich auch. Das ist einfach ein Zähne. Ja, gut, stimmt. Ich bin genau ein bisschen. Naja, Maxi hat ihn Max wurde abgesetzt. Ja, fair. Das ist ja von mir. Ich hab genau mein Secret Post. Ich wurde auch gerade geupsetzt. Fabio, guck. Warum rest ich ihn denn auf Yoshis, Alter, auf Stage? Ich muss nicht sterben. Aber da oben ist ein Backyard, den genauso. Das wäre geil, wenn einfach Randall gekommen wäre. Alter? Wenn Randall gekommen wäre, wäre es halt. Oh. Ja, darauf hab ich gewartet, aber. Vergiss es. Mann, warum rest ich denn? Wenn ich Zuschauer habe, will ich ein Hype spielen. Voll neblig. Er hat ein bisschen gechoked, das wollte ich ausnutzen, aber da hab ich selber gechoked, Leute. Er hat er gestern auch schon, wir haben gestern auch Rap gespielt, da hat er auch ganz schön gechoked. Ich dachte, ich kann nochmal cool bleiben. Aber das ist so ein Saint Dennis oder Maxi wären Fünfter. Wirklich? Ja. Dennis, Maxi im fünften Platz? Nee, du wärst da gewesen. Ach so, aber ja. Holy shit. Einfach Dennis gegen mich. Ah, ich hab mir meinen Nagel dabei getan. Das, mit dem Finger muss ich Wave dashen und muss ich shielden, muss ich grab. Alles. Kannst du gucken, wie wenig ich auf der Leiter muss? Der meldet sich nicht. Mali. Yippie. Float im Metro. Yippie. Nee, ich bin falsch. Mali, ich neue Thank you.
Wie geht das für gewöhnlich aus? Hm? Wie geht das zwischen den beiden für gewöhnlich aus in letzter Zeit? Ich glaube, Maxi hat gewonnen. Wir haben ja ein Bracket, da gab es ja Head-to-Head. Letztes Semester hat Maxi 8-mal gewonnen und Dennis 3-mal. Okay. So ein starkes Statement. Ich habe ungefähr ein Jahr Vollzeit gemacht und festgestellt, das ist absolut nichts für mich. Nee, ich mache ja gerade eine Ausbildung. Ja, gut, eine Ausbildung musste ich auch machen. Ja. Und da habe ich schon gemerkt, das ist nicht meins. Und dann habe ich studiert und wollte danach noch mal studieren. Und gesagt, nein, das ist definitiv nichts für mich. Jetzt bin ich bei 32 Stunden, 4 Tage die Woche. Das ist ganz chillig. Das ist, glaube ich, auch so in die Zukunft. Also 32 sollte es sein. Ja. Ich bin deutlich produktiver, seit ich runtergegangen bin von den Stunden. Von 9 bis 37 stand das halt. Ja. Von 9 bis 37 bzw. 8 bis 36. Immer so ein bisschen flexible Arbeitszeit. Ja, zwischen 9 und 15 Uhr muss ich da sein, aber dazwischen halt machen, was ich will. Von den Zeiten. Ja, deswegen könnte ich eigentlich mal wieder öfter vorbeikommen. Weil ich ja Freitag. Passt ja super donnerstags. Ja, eben. Ich kann donnerstags nach der Arbeit herkommen und dann Freitag. Ja, mache ich auch morgen die ganze Zeit. Ja. Arbeit ist ja hier in der Nähe bei mir. Ja, bei mir auch. Ungefähr 20, 25 Minuten von hier. Ja, genau. Kannst dein Mädchen zugucken. Ja. Oder grinden. Grinden wird wohl nicht passieren. Kochen. Vielleicht. Oh mein Gott. Du kannst ja mit Luma kochen. Ja, gut. Ich glaube, Luma Bock hat auf Kochen. Ich meine, er macht Ausbildung als Koch. Ja, ich weiß. Möchte ja, glaube ich, war sein Stand letztens, dass er nach Berlin zieht, wenn die Ausbildung fertig ist. Mhm. Hat er mir auch erzählt. Das wäre so nice. Ein Mist, Luma. Ich vermisse auch Musa. Ja, aber den werden wir nie wiedersehen. Ja. Ist der ein Schiele? Hm? Ist der ein Schiele oder? Ich
weiß es nicht. Ich habe von ihm ewig nichts gehört. Also die einzigen, mit denen ich außerhalb von Smash Kontakt habe, noch sind Kahn und Luma. Ich habe mit meinem Bruder Kontakt. Tassi. Oh, ja klar. Das macht Sinn. Sonst ein bisschen mit Likey, aber auch nicht so viel. Kevin war cool. Hä? Der war mal cool. Ja. Hat immer coole Sets. Aber als Person ist das. Ja, das sowieso. Aber es ist heftig, wie wenig von den Leuten, die aus der Meltdown-Zeit gespielt haben, nur noch übrig sind. Ja, Banane. Wenn er kommt, hopp. Ja. War Alex da schon da? Ja. Und Fonzi. Mhm. Und super viele, die haben halt damals schon alle gequittet. Bei Markadium kommt Schwurfi wieder. Oh. Okay. Das war schon, glaube ich, das Treffen, das ich da verschieben kann. Ich hätte schon Bock. Arcadium ist immer geil. Ja, deswegen. Dennis hatte mich ursprünglich dafür angeschrieben. Ja, ich weiß. Oder für das Circuit. Ja. Späte Meltdown-Ära. Nein! So die ganz frühe Zeit, wir hatten. Wir waren das so. Wir hatten ja teilweise die Brawl-Spieler. Also so Sodrek und nichts der andere. Wirklich? Der war ja nicht Berliner. Genau. Da hatten wir TMT. Der ist auch ewig lange weg. Ich habe letztens die auf der Arbeit hier. Den Podcast von Dennis und Konzi dann geguckt. Ja. Den die gemacht haben über die Berliner Melee. Oh, dazu gibt es einen Podcast? Ja. Oh. Auf YouTube. Was wir mal anhören und gucken, ob ich da irgendwelche Kritikpunkte habe. Das war es zum Jubiläum von Edo 100. Ah, cool. Wo danach halt wegen Corona das geschlossen haben. Ja. Oh, wir hatten noch die Asian Invasion. Okay, ja. Aber die haben alle getötet, was schade ist. Ja, vor allem Dimsum war richtig gut. Und dann noch Hex? Ah ja, Hans, genau. Aber Hans ist ja. Der ist ja ursprünglich aus Hamburg. Der ist ja dann irgendwann gegen, glaube ich, Ende der Meltdown nach Berlin gezogen. Ja, wir haben ja hier so eine Berlin-Melee-Ranking, so ein Blick hoch. Oh. The Lair. The Lair, ja. Yeah. The Den. The Lair and the Den. Das war alles Bären-themed. Woran kann das denn bloß liegen? Ob das wohl an Timoso liegt? Ich weiß es nicht. Imperfect Wookie. Wir hatten auch ein Turnier, das hieß No Birds Allowed. Wuchti war bei Markeden dabei, ne? Echt? Glaube ich. Muss ich ihn spielen. Ah, Ice Climbers? Mhm. Ice Climbers und Beach. Kober. Kober? Ja, den gibt's auch noch. Der war auch cool. Warte, wie lange ist das erste Arcadian her? War auch nicht so lange. Das war ja auch hier, ne? Mhm. 2018. Ah, okay. Ja. Beide waren 2018. Der, okay, das ist doch schon eine ganze Weile her. Und dann auf PPM. Ah ja. So. Ich war, glaube ich, nur bei einem Meltdown dabei. Aber du warst ja bei einem dabei. Einmal.
2017. Ja. Warst du beim letzten? Nee, ich hab ja ein FSJ in NRW gemacht. Ah, okay. Das ist doch immer noch so tragic, dass das immer bei den letzten Meltdown nicht in Berlin war. Phil war, glaube ich, sogar da, ja. War da noch Barkeeper? Ja, der Phil war bis zum Ende Barkeeper. Tim. Ja, ein Kellner, glaube ich. Achso, das war ein Dan. War ein Dan so riesig? Achso, Timmer, Timmy. Dan? Oder Dan? Dan war. Der Dan war National. Setbox. Ja, genau. Der Dan war unser National. Das sollte unsere National-Reihe werden, bevor wir Team Oso gespendet haben. Hast du ja immer noch den Oso-Tag? Ja, ich bin zu voll in zu löschen. OB. Und der Joshi-Spieler. Der ist ja in Hamburg. Ah. Ja, ich bin scheiße und kommentiert aus da. Sorry. Ich bin gerade ein bisschen müde. Hier wird nicht kommentiert. Nee. Hier wird nur geredet. Richtig schlimm, ich habe meine Kopfhörer zu Hause vergessen und konnte nicht auf der Arbeit Musik hören. Ich habe meine gestern auf Arbeit vergessen. Ich muss BVG fahren ohne Kopfhörer. Ja, das musste ich heute auch. Dann U8. Okay, das ist hart. Bei mir Ring und U7. Bei mir U8 und U9. Ach, U9. Ich fahre Ring, weil ich U9 umgehen will. Ein fucking Ersatzverkehr. Ja, aber 1-1. Nice. Es ist sogar relativ close. Ich finde halt so krass, wie close die Matches hier sind. Ja. Außer Vulkan. Vulkan ist halt Khan. Es ist halt schade, dass Dominik und also die beiden Dominiks Khan sind und die nicht da sind. Genau, sehen so. Ich bin oh mein Gott. Ja, das ist einfach wahr. Ja. Die andere war das so, es ist einfach nur going through the motions. Okay. Holy shit. Zählt das als Commentating? So minimal. Aber schade, dass du bei einem von den neuen Hamburg-Turnieren nicht da warst. Icebreaker und welches? Nee, das neueste. Arcadia. Oh. Oh. Kennst du das Arcadia? Nee. Das ist so ein Gaming-Hotel von dem Owner von Unicorns of Love. Eine E-Sports-Organisation. Ah. Okay. Die haben irgendwie so ein altes Hotel genommen und das da umgebaut. Cool. Ja, nee, ich war früher gefühlt auf jedem Hamburg-Turnier. Ja. Mein erstes Turnier war ein Hamburg-Turnier. Oh. Trophy Garden. Oh ja, das ist von Yannick, ne? Ja. Ja, da wollte ich eigentlich hingehen, aber hab's dann verpasst. Oder ich war in Kanada. Irgendwie sowas. Ich glaube, das wird beim Game 5, um ehrlich zu sein. Ja.
außer Dennis Choke jetzt. Aber wir wollen es ja mal nicht Commentators cursen. Der hat es gelesen. Ja. Der hat wehgetan. Nana Results. I won 3-0. In what are you? Fox, I think. I don't know. Yeah, Factor was Fox. Thank you. I'm so proud of you. Finally, someone did it. Yeah. Wann waren eigentlich die Oso genau? Müsste ich in meinen Lebenslauf gucken. Hast du einen Lebenslauf geschrieben? Ja. Da steht nicht immer noch Prospect Level 1. Ich habe gerade 3 Games gewonnen. Gegen Magic, Marley und Juggle. Ah ne, Rookie 2 bin ich. Okay. Ja. Smash EG und deren Reload-Teil. Ja. Yeah. Okay, ich spiele aber auch keiner. Also, es hat einen Pro und dann gibt es mich als einzigen Rookie. Da kommen 6 andere Games. Ich bin der Spite-Beste jetzt anscheinend. Ich glaube, der Pro ist dann der nimmt er wahrscheinlich. Full Standings. Aha, 2-1. Mhm. Aber es sieht nach 2-2 aus. Oh, oh. Na, oder? Freut mich nicht so früh. Ah, es ist nur ein Fox, was will der machen? Es ist komisch, dass du heute nicht gegen Dennis. Gespielt hast. Bin ich ganz froh drüber. Letztes Mal auch nicht. Also. Aber erst in Cruise haben wir dann gespielt. Ja. Da muss ich ja nächstes Mal machen, dass ihr beide. Nee, bitte nicht, musst du gar nichts müssen. Wir haben Scheiß müssen. There we go. Let's go. Obwohl, am Anfang ist es gut, weil dann hat man schon so ein bisschen Vorlauf. Dennis hat schon dann. Da steht 13-2 in der Nähe. Gegen nichts jetzt, wenn man von dem Anfang. Was? Mit seinem Musik? Ich weiß nicht, ob er Pitch spielt. Guck mal, das sieht auch ziemlich even aus. Ja, nee, nicht mehr. I won for you. Let's go, Magic. Geld, Magic. Oh mein Gott, das wäre eine schöne Reaktion. Aber das ist insane, dass das für Top 5, für 5. Platz war. Das ist crazy. Der Jan hat ja von dem Mexiko. Nur das halt. Ja. Oh, Asta hat ganz viel gecheert. Alles ja. Gucci. Hey, kommentiert mal, er hat es dreimal. Ich war mad, dass wir nicht kommentiert haben. Fair, ich war nicht mal aware, dass das Mikrofon an war. Oh, ja. Ja, das war's. Hallo Asta! Ist Heide. Ist der Chat auf neuestens? Ja. Oh, Mann, schon mal geil. Na, hallo Asta, wie geht's dir? Ein Geldmann, kommt jetzt Geldmann Maxi? Ja. War das gerade Winners? Nee. Das war Losers. Das war Losers. Wir hängen einfach super hinterher mit den Losers. Ja. Nee, das ist schon vorletztes Losers hier. Ja, ja, aber ich meine, wir. Etwas müde fliegt morgen nach England auf ein Turnier. Das wird gut. Viel Erfolg auf jeden Fall. Welches Turnier? Dann kann man das ja vielleicht schauen. Hast du gesehen, Ludwig? Hast du schon gesehen, das neue Fett? Kommt Edna auch mit? Irgendwie 3000 Entrants oder so. Für Melee und Alchemist. Ja. Yeah. Gesponsert von Ludwig. Ich meine, er hat's ja. Das heißt wahrscheinlich eventuell Aiden wird mithelfen dann in die Vision. Kann also nur gut werden.
Jetzt kommt ein klassisches Matchup. Fox Falco. Mango gegen Mango. Mango gegen Mango. Der Buster gegen The Kid. Und welcher ist es heute? Wer ist wer? Ja. Oh mein Gott! Schon geht das richtig rein. So muss dieses Matchup aussehen! Ist das insane, ja. Ist das schon. Ist okay, du hast mich nicht Zero to Death, dann verlasse ich dich jetzt. Solide, solide, kann man machen. Ich kann sie nicht kommentieren, das ist zu schnell. Nee. Ich kann noch nicht mal die Attacken so schnell rufen. Okay. Oh mein Gott, gut Garika. Aber nicht gut genug. Aber gut, die Options sind geholt von Geld. Das ist eine gute Frage, Banane. Das würde mich auch interessieren. Kann ich mal gucken. Aber wir haben also, Daten. Ausrufzeichen Glico heißt es. Da kann man die ganzen Head-to-Heads und so alles angucken. Von jedem Das ist so Bananas on the case. Also letztes Semester 3-1 für Geldmann wahrscheinlich. Okay. Kein Draw, was ich nicht verstehe. Das wäre mal insane, first to two, best of two oder sowas. Best of four. Damn. Das war ein schnelles Game 1. Geldmann führt 1-0. Mhm. Die Schiller Gummels Power. Warte mal, was? Geldmanns Tag? Geldmanns Tag. Ja. Er casht heute aus. Heute ist Zahltag. Mhm. Heute kriegt er 3 Euro mal. Ich glaube, er kriegt schon Geld. Das kann ich als Future bei 20 Leuten. Der zweifache Arcadian-Sieger, obwohl er eigentlich wahrscheinlich bei dem zweiten mitmachen durfte. Warte, gewollt. Geldmann war im Arcadian? Ja, bei beiden. Warum war er nicht ranked? Warum war er nicht ranked? War er damals in Kacke? Nee, noch nicht Top 10 ranked. Ah, okay. Das war ja, ist immer Top 10 ranked. Weil sonst wären einfach zu viele gebannt. 1-0 für Geldmann. Achso, jetzt das geht immer hin und her. Wie viel? Ja, 4 zu 7 ist schon eine klare Aussage. Ja. Aber letztes Semester hat halt Geldmann 3-1. Wirkt auf jeden Fall sehr ausgeglichen. Ja. Was geht, Pasek? Hello. Okay, Geldmann.
Die Paolo-Kombo. Von mir. Ja. Ein Stock vorne, aber das heißt bei dem Matchup, das heißt überhaupt nichts. Elite is not elite. Oh! Die Prozente sagen auch nichts aus. Boah, schöner Powerschuss. Und da kommt die Opening. Der Turniergewinner. Oh, der Jab war zu fest, das wäre fast sick gewesen. Oh. Also davon möchte ich in Game 5 sehen. Ich finde, das muss Game 5 sein. Ja. Game 5 wird irgendwie so ein SD. Ja. Last Stop, Last Hit. SD. Und es ist nur noch Spaghetti am Ende. Und danach Spotter raus. Klassiker. Oh no, not like this. But maybe like this. Nein, Digga. Oh mein Gott, was ist das? Was passiert hier? Nein! What? Bro. 69%. Na, er hat ruiniert, er hätte getroffen mehr dürfen. Nie mehr. Genau. Oh mein Gott, was ist das? Dieser Tag. Now they're just showing off. Der hat überlebt. Der ist auch fucking NTSC. Die haben einfach viel zu viel Spaß am Spiel. Das darf nicht sein. How dare you have fun? Die beiden werden cute. Fun detected. No fun allowed. Wir sind im Turnier hier. Das ist genau. Des Lebens. Oh mein Gott. Damn. Banane, einfach alles ist kaputt in dem Match. Wenn man mit gescheinst weit wird von Falco. Jetzt bin ich ja raus, jetzt brauche ich es mal wieder. Nächstes Mal stärken. Das war mein Loser-Bracket 4. Immer wenn ich gegen Konsti verliere, mache ich mir ein Bier aus. Ich bin so ein Alkoholiker geworden, deswegen. Ich hab's aber nicht mehr so oft gegen Konsti. Ja, irgendwie ist es ist mega spannend, ich war voll krass. Es ist mega spannend, ja. Vor allem einfach erstes Spiel an Oh mein Gott. Erstes Game und das war einfach so schnell. Ja, es war so schnell, ich hab's gar nicht gecheckt, dass sie schon spielen. Paul ist der Boy, der sie, Digga.
Heute ist Geldmannstag. Mal wieder. Heute ist Zahltag. Das klingt wie ein offizieller Feiertag. Geldmannstag. Geldmannstag. Heute ist Zahltag. Heute gibt's der Geldmannstag. Der Gläubiger kommt. Oh mein Gott! Wie kommt auf solche Ideen? Wollt ihr einfach Downer machen oder? Aber das ist hier der Game so different. Alter! Er ist nicht von dieser Welt. Der deutsche Mango. And at some point you just started, you know, pulling ahead. Melee is like that. Everything else is classical music. I mean, he's like an open book, but you know, it doesn't matter if you can read the book. Every time you turn a page, you get a paper cut. Das ist tatsächlich ein ziemlich gutes Zitat. Voll! Cam war die richtige Zitate-Maschine. Yeah. Ja. Ja, der Engel, na klar. Insane. Oh shit, abgehoben. Er hat Geld abgehoben. Was ist eigentlich die Paul-Kombo? Es gibt ja Paul-Kombo. Die Paul-Kombo ist alles, was komplett insane ist. Oh, fuck sie! Holy shit. Den nochmal nachgetreten. Und einfach Double Shine out of Shield oder was, Digga? Okay. Alter, Paul ist on fire. Beide sind einfach on fire. Beide sind komplett am Brennen, ja. Komplett. Einfach jeden Forward Air Hit mitnehmen, 60% machen. Forward Air von Falco ist wie so ein Peach Down Smash. Oh! Okay. Alter, das war insane. So. Er ist hochgesprungen mit dem Wurf. Wie so eine Aerial irgendwie. Ja, also ich meine vom Offstage. Heißt das deswegen Aerial? Das kann sein. Oh! Big P! Oh! Oh mein Gott! Paul! Komplett krank, das war. Das ist so krank. Wollten, dass du die Klobis gelotscht hast heute. Also er hat ja auch gefickt. Ja? Ja, das stimmt. Komplett verrückt, dieser Mann. Paul, mindestens zwei Games von Ponzi ziehen, ist jetzt das nächste. Paul einfach gewinnen. Einfach gewinnen. Dann gegen Kahn gewinnen. Weil er dann, also gut, Jan hat ja ein bisschen lang geknackt. Also ich frage mich, war es nicht. Aber wenn die dann ja, das war nicht mehr. Scheiße, stimmt. Jetzt noch Arthur, anrufen, oder? Schnell mal anrufen. King-Finale. Ja. Let's go, Paul. Oh, hallo. Oh, shit. Hat jemand die Notfallnummer von Eis? Die Notfallnummer von Mustafa. So ein Handy, was nur bimmelt, wenn man da ist. Niemand hat die Nummer, nur Melee-Spieler haben die Nummer. Das ist so wie das rote Telefon zum Präsidenten. Oh, das muss immer auf laut sein. Ja. Egal ob er im Theater ist. Steht dann sofort auf, sieht sein Let's Bull Caddy auf und dann geht es ab. The people need me. Controller immer dabei. Immer. Oh, mein Gott, Alter. Geldmann, was ist mit ihm los heute? Geldmann ist im Casino, er hat die ganzen Chips und er geht zum Cash-Out. Heute wird eskaliert. Welcher Rapper? Hat Geldmann jemals jemals gewonnen? Geldmann hat noch nie ein Lido. Doch ein Lido hat er gewonnen. Ja. Genau. Ach so. Oh mein Gott, ich hab's. Die zählen wirklich besonders, weil da muss man in jedem. Ja. Also es war halt auch die Kunst, ja, voll.
Aber ihr hattet gleich ein Setcon gehabt, ne? Was? Nee, ich glaube, Paula hatte am Ende einen besseren Setcon als Maxi und ich. Oh, oh mein Gott. Oh nee! Oh. What the fuck? Oh mein Gott! Manchmal will das nicht gewinnen, dann passiert das. Er wollte einfach nur stylen. Ja, er wollte stylen und ist jetzt nie gesprungen. Geld, Mann! Ach, Geld, Mann! Mann, oh. Mann. Moneten, Junge. Moneten, Junge. Hombre Dinero? Monetenmassaker. Monetenborder. War ein schwieriger Engel. Ein Schwang. Schwang, jo. Oh. Oh, oh mein Gott. Okay. Wir nehmen diese. Wir nehmen das Geld an. Geld, man nimmt diese. Diese kleine Spende. Oh, what? Einfach durch die Stage geglitscht. Ich glaube, man sieht es gesprungen. Ich glaube, das war der. Der springende Punkt. Pokémon Stadium Glitch auf Battlefield. I need to earn 3-2. Which character? Nice. Oh, you won? Yeah. Let's go. Magic. Die Frage wird sein, wer möchte gegen die Skröten doch von mir aufhören. Konsti gewinnt jetzt einfach gegen Karl. Aber er findet endlich mal sein Mental Block. Komm, Paul! Komm, Konsti! Ich bin nur sad. Etwas mad auf mich selbst. Okay. Du bist Vierter geworden, ne? Wie bitte? Du bist Vierter geworden, ne? Fünfter. Maxi ist Vierter geworden. Ja, reib's rein! Nee, ich wusste es nicht. Damn. Jonas, Alter, der mieseste T.O. Ja. Ich geb dir Geld, aber nur, wenn du dich demütigen lässt. Ja, mach das nächste Mal. Viel Spaß noch beim Ich war Dritter. Kannst du mal dein Gitter? Aber Maxi wurde geabsettet von Jan und deswegen musste ich gegen ihn in der frühen Runde bekommen. Sonst hätte ich da gegen Jan gemusst und das wäre vielleicht etwas besser geworden. War doch auch komplett. Nur gegen mich nicht. Ja, gegen mich hat er und gegen Jan im Hintergrund. Okay. Ich dachte, es steht 2-2. Ja, das war ein bisschen Fake News. Ich bin so mit Game. Schön gemacht. Ist jetzt Brand? Ja. Achso. Dann muss ja auch. Oh, jetzt hab ich ihn. Ja, wir müssen dann auch bald los. Ja. Warte, alles klar geschrieben, Vincent, VNCNT. Ich hab mein Telefon. Und dann, wo war die? Ja, genau. Jetzt geh ich mir gleich mal an. Man sieht sich. Bis.
Oh mein Gott! Du hast auch freitags noch frei. Ach so, okay. Maybe, maybe, we'll see. Aber warte, Luna kommt nächste Woche. Ja, ja, da kommst du, ne? Wenn Luna kommt, kommst du, ne? Ja, ich muss halt, wenn Luna kommt. Das geht ja nicht anders. Wenn also wenn die Luna hier hinzieht. Einfach Team Ose neu machen. Ich glaube, du halt kriegen wir nicht zurück. Ja, der hatte 2019 ja das Circuit mitgemacht. Genau. Und dann war er ja schnell mal weg. Da hat er ja auch End of the Line CEO gemacht. Ja, ja. Da habe ich ihn das letzte Mal gesehen. Oh mein Gott. War das bevor Konsti Japan gezogen ist? Ja. Weil er war doch bei dem Abschied dabei. Oh, schön. Also. Zu der Zeit war ich schon immer nur on und off da. Ja. Da habe ich glaube, ja, da habe ich auch noch nicht so viel gemacht. Mega gut. Wait, aber das ist jetzt Brand Funding? Ja. 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 Du kriegst sogar noch Geld. Mhm. Wow. Wow. Wow, incredible. Wie lange ist du immer hier? Ich glaube, weiter, ne? Okay. Ich habe ihm schon gesagt, wir müssen unbedingt ein Bier trinken gehen und dann hat er gesagt, auf keinen Fall. Maxi, ich nehme mir noch 10 Euro wegen der SD-Karte. Die Kasse ist genauso steinig. Du tust es. Nimm alles, Jonas. Wer nicht mag. Finde auch. Sollte man mal machen. Auf Ordnung. Das ist hier mit dem Sterni, sondern. Ja, vielleicht ergibt es ja. Leider auch. Oh, das wäre so schön. Dann wäre ich endlich glücklich. Ja, dann habe ich alles dabei. Das ist wirklich das eine, was mir fehlt. Als, nee, als Mensch. Die andere Sache, die mir gefehlt hat, war, dass Big Rage mal wieder zur Regierung kommt. Aber die ist ja jetzt auch erfüllt. Hey, wer ist? Ah, ja?
Kann ja nicht so wichtig sein. Das ist halt, in Amerika machen die das auch so, dass wer zuerst an der Kreuzung ankommt, und da stehen keine Verkehrsschilder, der darf zuerst fahren. Da gibt es kein Recht von links, sondern wer zuerst an der Kreuzung kommt, darf zuerst fahren. Und das ist halt eine total dumme Regel. Und so sollte das mit Terminen auch nicht sein. Die haben keinen Kanton zur Polizei. Eben. So wie Fahrzeuge oder Meilen. Meilen. Oder Füße. Füße. Unzen. Unzen. Ja. Und wahrscheinlich noch was zu. Einfach nur um mich zu ärgern. Ich muss aber sagen, ich hatte lange nicht mehr so viel Spaß wie im Set gegen Dennis. Das war sehr nice. Auch wenn er das jetzt gerade wahrscheinlich nicht unbedingt hört. Nein, ich glaube auch nicht. Ich will mal in den Raum stellen. Doch, sag ihm das. Ey, es hat so viel Spaß gemacht. Ich hatte so viel Spaß, gehabt, ihn zu gewinnen. Ey, so ein Fun hat geklappt. Junge, Junge, Junge. Ja, eben, genau. Deswegen will ich ihm das nicht sagen, aber euch jetzt kann ich das ja sagen. Kann uns was. Wie meinst du es denn, weil die Sachen geklappt haben, die du machen wolltest? Nee, einfach, das Spielen hat Spaß gemacht. Geil. Ich hab ja ewig Pause gemacht, weil ich einfach so ein bisschen auch nicht mehr so das Spiel so gefühlt habe gerade. Ja. Das hat super gemacht. Geil. Hat mir richtig Laune zurückgegeben. Popcorn. Also ein Game schon wieder gemacht. Da gibt's genau. Ist das schon zwei? Ja, ist halt schade, dass Arthur und Niki nicht kommt. Ja. Naja, eines Tages. Vielleicht nächste Woche, wenn Numa auch kommt. Eigentlich kann er auch kommen. Nee, ja. Er kann schon, Yes.
Ich glaube, du kriegst 20, ich krieg 10. Aber ich meine. How do you delete the set? What? Because he's a delete set.
Wenn es Marley hier ist, auch eine Play. Yeah. Hey, here's the joke. Oh, yeah, I think. Oh, wait, no, that's not. Wait, do anything. Okay. This is result, this is edit. Wait, go. Go down. There's nothing. Do you report, maybe? No, this is like. No, this is like the task for the players. Reset match, maybe? Oh, DQ, okay. I can only kill one of them. Oh, we set match. Can we do 0-0, maybe? I don't think so. Oh, but you know. Come on. Before game, reset match. Oh. So, when you reset it, we remove any existing game character. Try to do it. Maybe it's just 0-0 in that game. Yeah, I guess we can go best of one. Nah. Is he in the hospital or something? Oh. It's another Smash player. Oh, sure. Is he in hospital? Yeah, that's definitely. Yeah, it kind of looks like it. Yeah, that's definitely. Damn. Why does this website suck so much? The ground wobbler. J-Luke. A grab wobbler. What's going on? Smash the teeth, that's what. Oh, yeah, sure. That worked. Wait, it's still here. What is it? I was watching it. What the fuck? No, what did I do? What did you do? You I clicked. That's so pretty. What the fuck? What? Where are we? Where are we? Back. I tried it. Effects basically work for something. I'm second. I lost now. God damn. Now you're third. What? Did I go back? What the fuck? Why does Nature have 5 wins? He won against 10 and Dennis twice, apparently. This is still out of the queue. Sure, waiting on 2 players. How would we say that? You have to... Ah, yes. I guess wait, he would have to check it. Wait, both of you, but with none of you doing it's just gonna disappear. This is gonna disappear in a minute, I think. What the fuck? Why is it this loading real? I know, right? How is it in Boston? What? Oh! What? What? I just saw I'm the only player in pro. Yeah. Wow. You're pro, dude. Hey, Magic. What's up? How you doing? Pretty good. How about you? Oh, terrible. I just lost a bunch of matches to that motherfucker. Yeah, that's the story of my life, pretty much. Pretty much the story of my melee career. But he's going down right now. On you? Well, oh. You. I'm trying, I have to log in. Give me a second. Do you want to do reverse me? Yes, I do, but you're gonna destroy me because I can't out-cancel anymore. I know. What do you mean you know? I can't play Mox at all. It's fine. I can play Mark. So. No, your Mark is your main. We're good. Okay, so I got to go Fox, right? No. I mean that's against the spirit of the holidays. It's fine. I'll go Falco. Also, the queue occurs very shortly. They're really edging it. What is your main? My Falco would destroy you. That's true. Your Falco would destroy me. Yeah. Would destroy what? My Falco did. What character would your Falco destroy? Any of them? So Fox 2? Yeah. Sure. You wanna play that? Play on stream. Put some money on it. you just gotta let me practice out for a second. This motherfucker will not let me register. It's fucked. I don't know. Oh, oh shit. Oh, it's just not working? I don't know. We tried to cancel the damage. Oh, what? You registered me for a letter? Yeah, I'm trying.
Because Black, you must. Ah, I think that's their wife. Yes, it's me and you. Yeah, you must do many for you. Is there a letter? No. I think. Wait, there's no eventual language. You're in the second letter too. I was just trying to. I've never joined before. Welcome to the band. I think maybe there are no events open for registration. Oh, okay. Yeah, well, then you can't register. But you can change that here, right? Registration settings. Maybe I can like add you. Why not allowed? It's a ladder, right? Yeah, but I think Jonas would have like way ahead. Oh, okay. Yes. Events. Off-season ladder. This one should be open. I think you're on the wrong ladder. Oh, did you use the one on the link? I used the WhatsApp. Need a ladder too. Yeah, okay, that's alright. Yeah, yeah. Weird. Because this one is, free. I figured that. That should be. Maybe it could be free and closed. Enable public. Event registration. Displays are highest as event registration. New and existing attendees cannot. New and existing attendees cannot register. What the fuck? Registration dates. From October 6th to November 26th. It should be open. I'll try it again. It should be open. Play sessions. All interesting things. The ladder is called Dragon. Registration kept. Okay, wait. Okay, maybe it's glitching. I mean, that can't be right. You on Google had it been too, that's the wrong one. I clicked on the link. What the fuck? The link was there. No, I clicked on the same link. I got there. Huh? See? Like. That's a good one. Okay. And you go later. Let's go. Well, it may occur. I'm saying that's the name for it. The letter. It takes me this old. Oh no, it's a Disney. Off season. But that's off season. Let's see that, yes. So can you. You have to kick that. Then that was the one that was like. Which makes you strongly blind? It is in good shape. In progress. Thank you, man. Wait, what did you get? Oh, you need me? I got the place. So that was the progress. I had a nice run there. I'm dodging you, man. I'm dodging you, yeah. But what happened? Why didn't we play? Because I lost a little Thursday. Okay, yeah. I'm getting you, though. I'm coming. Okay. I think I'm doing bracket, that's it. Yeah, then I got to do this one. It says off season. Yeah, you all brackets. Yeah, okay. I don't know. Is it just like this one? Oh, okay, whatever. Looks good. For I was here before, it's just different now. What? Maybe it did let you register. Remember, we saw Souza. Yeah, but it was only that. That's the name of the old one. I think it might have been this one. That's the two are just above each other. This is Souza. This is off season. Okay, one. Maybe. So maybe you just were in the wrong one. I don't know. Oh, I'm just in queue all by myself. Oh no. Anybody in queue right now would play me. Oh shit. Are we in this lab? You wanna do a riff, mate? In letter? No. I've never played that. Never in your life. Well, I mean, it's a castle. That's the evil that needs to be defeated. It is, yes. You understand. Yes, don't worry. I understand better than anyone else. I'm sure you would destroy me. Two players in queue. I'll play my lack of L canceling cards against you. I guess it doesn't want to match just because I'm rookie and you're prospect rookie. What? I'm too good for you. Yeah. You think you're too good for me, huh? Yeah. I mean, they think. Oh, never mind. Match one. They're like, all right, you waited 30 seconds. Nah, I'll play.
Yeah. Oh, it's not. Oh, that's okay.
This crap. What? What did you get? No, I should break it. Okay, okay. Ciao, Leute, ich hab's rein. See ya, man. See ya, man. See ya, man. See ya, man. Dude, we could have made this also. I know, I know. We just played this. Ours would be. No. Yeah. I filed for you, Fox. Okay, yeah. Yes. Ciao, Paolo. Alla prossima settimana, allora. Ah, questa qua. So, Mr. Guard. I'm so cold now. You can ask him out on Blade right now. How the fuck do you report? Go to ladder maybe? Or current ladder, one of the two. Which station you go? Ma non riesco a vedere i mezzi. Sono birrato. I can't see the matches. How the fuck do I report? I can't see! Wait, but this is... Oh, this is probably not a PO. Oh, where is it then? What the fuck is on setting? Ah, okay. Like one second. Reporting, Brad. Are you guys ringing the letter? We're trying to report, yeah. But it's hard to navigate this website. Okay. Crispy. Ah, ma ancora mezzo chilometro. Prova a ricaricarlo qua. Can't believe I lost to Jigglypuff! All right, embarrassing. No. Did I saw you trying to swag in our side?
How the fuck do you record this shit? Are you going? No, I wasn't expecting this from you guys. For once I'm leaving at non-degen hours. I guess I'll come back tonight. You're all playing. I can't find auto recording. Okay, let me see. Okay. Yeah, man. Is that it? I swear. I know, because before they were showing here. Yeah. I had to report the score by time. You're out of time, right? Yeah, the matches. That's why it's called matches. Yeah, right. You're just too smart for me. Yo, let's go. You're the goat. He goes, yo, Magic to magic. You want to play Iron Man? Sure. Yo, why am I playing Iron Man with them? You know what summit this weekend, maybe? I can't watch it at night, unfortunately, because I'm working. I'm probably gonna watch like the top 8 on Monday morning. Yeah. That's unfortunate. Also, I don't have any more in the apartment, unfortunately. Oh, shit. Otherwise, that would have been doable, probably. Okay. I'd be able to host a podcast, but I just don't have a setup. So, we'll do that at some point. Yeah. We could do that. But do you have, like, your own apartment? Or? I do, yeah. Oh, shit. How did you find it? I pay way too much. Okay, that makes sense. Yeah, yeah. Welcome to Berlin. Yeah, basically. But Paris is way. Yeah, exactly. Like where I'm from. Berlin is Toronto, relative. Toronto's still more expensive. So. Berlin is okay. Yeah, Magic played at my place a few days ago. You what? Me and Magic were playing at my place. Ah, okay, yeah. You could ask me. He told me. Yeah. Are you at a? So where are you at now? Like, are you in a room somewhere? Or? Yes, I'm like the at my own place. Okay. And she has our room, which See is actually like big as the apartment. Banana come here.